Herzlich willkommen zur heutigen Roadshow Filmanreizmodell. Mein Name ist Bernhard Holzhammer, ich bin der Obmann der Tiroler Film- und Musikwirtschaft und ich freue mich ganz besonders, dass ich euch heute begrüßen darf. Veranstalter ist heute die Fachvertretung Tirol in enger Abstimmung mit dem Fachverband in Wien. Und eingangs erkläre ich immer ganz gern, was ist eigentlich Fachvertretung, Fachverband, damit jeder weiß, mit wem ihr es zu tun habt da. Also in Tirol sind es zum einen die Geschäftsstelle mit unserem Team und unter der Führung von unserem Geschäftsführer Reinhard Hellweg. Und zum anderen sind es 7 Unternehmer aus der Film- und Musikbranche, die sich regelmäßig zu Ausschusssitzungen treffen und über 300 Filmschaffende in Tirol und 100 Musikschaffende vertreten. In Wien ist das Ganze gleich aufgebaut, nur ein bisschen größer. Dort werden für ganz Österreich 7.500 Unternehmer, das sind die neuesten Zahlen, die eruiert worden sind, 7.500 Unternehmer, die vertreten werden. Dort gibt es einen Bundesausschuss und ganz viele Berufsgruppenausschüsse für Kinofilm, für TV-Film, aber auch für Tonstudio, für Label, aber auch für Kollektivvertrag. Ja, weil der Kollektivvertrag wird auch über die Wirtschaftskammer jährlich ausgehandelt. Was sind die Kernaufgaben? Wir kümmern uns um die Rahmenbedingungen, wir versuchen sie zu verbessern. Wir sind eine Service- und Auskunftsstelle. Wir versuchen gerade jetzt in unternehmerischen Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir machen immer wieder Infoveranstaltungen, Info-Events, so wie heute, wobei uns der Netzwerkgedanke eben ganz wichtig ist, dass die Szene sich ein bisschen formiert und zusammenkommt, sich austauscht. Und dann unterstützen wir auch noch andere Initiativen, andere Veranstaltungen etc. Ja, die freudige Nachricht ist, Österreich ist kein weißer Fleck auf der großen Incentive-Karte mehr, die wir vor 2 Jahren damals beim Tag der Tiroler Film- und Musikwirtschaft auch auf der Wand projiziert haben. Seit 1.1.2023 hat Österreich sein eigenes Filmanreizmodell. Manche bezeichnen es als Riesenmeilenstein. Viele sprechen von einem Game-Changer und manche auch von einem kleinen Wunder. Und das ist nicht von heute auf morgen einfach so passiert, sondern da haben sich viele Verbände, viele Institutionen, Behörden, Einzelpersonen wirklich sehr dafür eingesetzt, das ein oder andere Wochenende durchgearbeitet, bis dann kurz vor dem Jahreswechsel dieses Anreizmodell unter Dach und Fach war. Kurz die Key Facts von diesem neuen Incentive in Österreich, wir hören dann ja noch alle Details später in den einzelnen Programmpunkten. Es ist für alle Formate offen, unter anderem auch VR und Serienproduktionen. Wir haben einen gewissen Automatismus implementiert, also wenn man die Kriterien erfüllt, dann bekommt man diese Förderung. Das heißt, ja, das ist auf jeden Fall gut, da gibt es keine Schrieentscheidung oder sonst was. Es ist ungedeckelt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dadurch entsteht die so wichtige Planungssicherheit für Produzenten. Dieser Topf kann am Ende des Jahres nicht einfach leer sein. Wir haben einen grünen Bonus implementiert. Zusätzlich zu den 30% Incentive gibt es einen 5%igen Bonus, wenn man die grünen Kriterien erfüllt. Und dann gibt es auch noch einen Gender-Bonus noch dazu, on top, wenn man einen gewissen Frauenanteil, eine Frauenquote erfüllt. Vor 2 Wochen ist das Incentive sehr ausgiebig in Wien auf der CIMIX in einem sehr schönen, fast schon feierlichen Rahmen präsentiert worden und ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Referenten von dort gleich als nächstes bei uns haben. Das ist die 2. Station gleich nach Wien und ja, ich darf Sie ganz kurz ankündigen. Wir haben heute zu Gast vom Fachverband unseren Geschäftsführer Markus Deutsch und unseren stellvertretenden Obmann Georg Domandl. Bitte einen Applaus. Applaus.
Ihr könnt schon mal rauskommen, aber ich bin noch nicht ganz fertig. Oh, dann war es. Wir haben vom Österreichischen Filminstitut bei uns zu Gast den Werner Tappe und die Frau Nina Hauser. Vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Frau Silvia Warner. Bravo. Vom AWS, vom Austria Wirtschaftsservice, Frau Nicole Gustin. Und von Film in Austria, Frau Nina Keides. Besonders begrüßen darf ich auch das komplette Team von Cine Tirol unter der Führung von Johannes Köck. Auch da. Frau Zanon vom Büro vom Landeshauptmann Matle hat es heute auch hergeschafft. Vielen Dank dafür. Und Herr Manfred Bascher, Gründer und Mitglied der Mountain Film City Innsbruck. So, ich darf auch ganz kurz den Ablauf nochmal erklären. Für die, die das noch nicht gesehen haben, wir haben jetzt eine kurze Einführung. Dann geht es schon weiter mit ÖFI Plus. Danach ist FISA Plus an der Reihe. Da haben wir uns gedacht, ist eine Pause ganz gut. Dazwischen haben wir immer Q&A eingeplant. Also es wird Raum für Fragen geben. Aber auch bitte die Pause nutzen, um auch praktische Fragen zu stellen. Weiter geht es dann mit FISA Plus und Postproduktion nach der Pause. Das ist eben ein eigenes Thema, eben gerade jetzt für die Musikproduzenten sehr relevant, die selber zu Antragsteller werden können. Da ist der Herr Drumandl Experte auf dem Gebiet. Und dann kommen wir zum RDR, zum Fernsehfonds Austria, das auch wieder eine eigene Rolle einnimmt. Ja, zu guter Letzt noch meine zwei Hoffnungen mit diesem Incentive 4 Tirol. Ich hoffe, dass möglichst viele Tiroler Film- und Musikschaffende partizipieren können und als Serviceproduzenten, Serviceproduzentinnen profitieren. Und als zweites, also zusätzlich auch noch Teilleistungen, was immer ein relevanter Punkt ist, man muss nicht Serviceproduzent sein, Teilleistungen als Antragsteller anbieten zu können. Später dazu mehr. Und der zweite Punkt, dass es die Tiroler Szene einfach schafft zu motivieren, eigene Anträge zu stellen und ja, eigene Spiel-, Dokumentar-, Serienproduktionen auf die Beine zu stellen. VR-Produktionen, wir haben eine gute VR-Szene bei uns in Tirol. Und ja, das einfach aktiv anzugehen und selber Anträge zu stellen. Damit sich diese zwei Hoffnungen auch wirklich erfüllen, bin ich überzeugt, dass wir eine starke und vor allem finanziell gut ausgestattete Lokalförderung auch brauchen. Die benötigen wir wirklich sehr. Zum einen, um diesen hohen Beschäftigungseffekt in der Tiroler Szene auch wirklich sicherstellen zu können. Zum anderen, das wichtige Feld der Stoff- und Projektentwicklung zu bedienen und auch finanziell zu unterstützen. Und dann auch, um einen gewissen Nährboden zu schaffen, um auch besonders den Nachwuchs zu fördern und ja, helfen, die ersten Schritte zu machen. Und da muss man eben ganz zu Beginn ansetzen, eben bei der Projekt- und Stoffentwicklung. Ja, die Bundesregierung hat es erkannt, hat dieses Incentive ins Leben gerufen. Ich hoffe, die Tiroler Landesregierung macht es ihr gleich, und wenn man sich das Interesse an dieser Veranstaltung anschaut, dann glaube ich ja, wir sind bereit für mehr. Und in diesem Sinne darf ich das Wort weitergeben an meine zwei Kollegen vom Fachverband. Vielen Dank. Danke. Ihr habt gar keinen Druck. Vielen Dank, lieber Bernhard. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist eigentlich, ich habe mir ja gedacht, so beim Herkommen, eigentlich ist es schön, woher zu kommen und zu erzählen, dass es Geld gibt. Eigentlich eine schöne Sache, aber man muss auch dafür arbeiten. Wir haben dafür viel gearbeitet in den letzten Monaten, Wochen,
Und was mir wirklich leid tut, ist in dem Zusammenhang, dass der Alexander Tumrei-Ivanciano nicht hier sein kann, weil aufgrund einer momentan sehr unerfreulichen Situation in der Filmbranche, Gott sei Dank war sie nicht vor der Beschlussfassung des Filmstandardgesetzes, ist mir dann eingefallen gekommen. Der Fall Teichtmeister hat beschäftigt ihn und ist heute eben am Abend im Kulturmontag und hat sich jetzt schweren Herzens entschlossen, nicht hierher zu kommen, obwohl das Ganze eigentlich seine Initiative war oder gemeinsam in Bernhard. Ich werde versuchen, so gut wie möglich, oder wir versuchen, so gut wie möglich, ihn zu vertreten. Ich habe mir auch überlegt, was er gesagt hätte, und er hätte ganz sicher gesagt, dass dieses Gesetz eine gemeinsame Leistung ist, und zwar, das ist es auch, eine gemeinsame Leistung der Branche, koordiniert vom Fachverband, von allen, die sich hier engagieren, im Bund, auch in Ländern und so weiter, die alle die Möglichkeiten genutzt haben, die sie haben, hier eine gemeinsame Linie zu entwickeln und mit Vertretern verschiedenster Ministerien gemeinsam hier ein tolles Paket zu schnüren. Also das ist sicher aus meiner Sicht, und ich bin seit 23 Jahren im Fachverband, ich bin eigentlich der Dienstälteste, stelle ich immer wieder fest, von den Funktionären, ist das wirklich, ich glaube wirklich, die größte Sache, die wir je erreicht haben, und wir sind wahnsinnig gespannt, wie sich das jetzt, wie der Erfolg sich entsprechend zeigen wird, auch unterschiedlich in welchen Bundesländern. Also wir sind morgen in Vorarlberg, ich bin auch schon gespannt, es ist ja nicht so einfach, in einem kleineren Bundesland mit weniger Kapital und so weiter auch einen Kinofilm zu produzieren. Ich meine, ich bin selber kein Kinofilmproduzent, mich kurz vorzustellen. Ich betreibe ein Tonstudio, das Tonstudio heißt Sunshine Mastering. Ich leite auch den Tonstudioausschuss. Ich bin auch Obmann des österreichischen Musikfonds. Als der war ich auch schon vor ein paar Jahren mal hier und habe in dem, so wie es immer für Musik der kleinere Saal, für Film den großen Saal, für Musik das kleine Geld, für Film das große Geld. Aber ich denke, und das werde ich dann nachher auch, wenn ich drankomme, vorletzter Punkt, werde ich auch berichten, gemeinsam, wie es Möglichkeiten gibt, im Bereich Musik, im Film Geld zu lukrieren. Aber es geht eben nicht nur um Musik, es geht um den ganzen Postproduktionsbereich. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank für die Einladung und übergebe jetzt an meinen sehr kompetenten Geschäftsführer Markus Deutsch. Dankeschön. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Der Bernhard Holzhammer hatte schon in der Einführung gesagt, dass das Filmanreizmodell ein Gamechanger ist. Die wesentlichen Eckpunkte sind, erstmals wird auch Streaming erfasst. Wir haben gehört, dass es auch neue Bereiche öffnet, wie Virtual Reality, Animation und auch den großen Bereich der Postproduktion. Und ich glaube, was wir heute sehr froh sind, ist, dass wir die Gelegenheit haben, dass wir die Experten von den Förderinstitutionen hier vor Ort haben und dass wir gemeinsam mit ihnen auch Praxisfragen beantworten können. Wir haben bei der Zugfahrt von Wien nach Innsbruck schon gehört, dass die ersten Förderanträge eingelinkt sind in verschiedenen Bereichen, im Bereich Streaming, im Bereich große Fernsehproduktionen, aber auch im Bereich Kino. Und das kann heute sicher eine sehr, sehr spannende Diskussion ergeben. Der Georg Domantl, du hast ja gesagt in der Einleitung auch, dass wir wirklich im letzten halben Jahr große Anstrengungen gemacht haben, damit wir alles unter einen Hut bringen. Wir waren alle unter großem Zeitdruck. Man muss sich vor Augen halten, der Ministerratsbeschluss, wo die Eckpunkte dieses Fördermodells beschlossen wurden, war am 5. Juli. Und dann haben wir es geschafft, mit Unterstützung auch der hier anwesenden maßgeblichen, nämlich mit dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, ein Filminstitut stellvertretend für das Kunstministerium BMKÖS und auch mit den Vertretern von Finanzressort und Bundeskanzleramt in einem halben Jahr 3 Gesetzesinitiativen auf den Weg zu bringen, 3 Förderrichtlinien auf den Weg zu bringen und damit die Mitgliedsunternehmen ab 1. Jänner die Anträge auch stellen können. Der Fachverband ist in den Förderinstitutionen maßgeblich auch verankert. Wir haben Sitz und Stimme im Aufsichtsrat vom Filminstitut. Wir sind in diversen Beiräten vertreten, fieser alt sozusagen, aber auch im RTR-Fernsehfonds. Und die Förderungsrichtlinien nehmen in wesentlichen Punkten auch auf Arbeiten und auch Know-how
des Fachverbandes Bezug. Bei den Kalkulationen ist der Kollektivvertrag oder sind die beiden Kollektivverträge, die der Fachverband mit der Gewerkschaft abgeschlossen hat, Teil der Kalkulationsgrundlage, und auch im Bereich der großen Fernsehproduktionen, der Streamingproduktionen, aber auch bei den Kinoproduktionen stellt der Fachverband das Anführungszeichen Ursprungszeugnis, also die Bescheinigung als österreichischer Film, aus, und hier sind wir sehr, sehr eng angebunden an die Förderinstitutionen. Und ich möchte sagen, dass das letzte halbe Jahr wirklich ein gemeinsamer Weg war zwischen der Politik, den Förderinstitutionen und der gesetzlichen Interessenvertretung. Ich darf auch durch die Veranstaltung führen, und Sie sehen schon an der Reihenfolge des Programms, dass es hier unterschiedliche Töpfe gibt, die auch zu unterschiedlichen Ressorts in einer ÖVP-Grünen-Bundesregierung zugeordnet sind. Und deshalb sozusagen werden wir hier auch die Möglichkeit haben, nach jedem einzelnen Block, wie es der Bernhard Holzhammer schon gesagt hat, dass wir kurz auch die Möglichkeit haben, dass Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, die wir dann beantworten. Und dann können wir flexibel sozusagen nach den vor der Pause und nach der sozusagen nach dem zweiten Block noch einmal auf Ihre Fragen eingehen. Ja, ich darf jetzt auf die Bühne bitten, die Nina Hauser und den Werner Zappe vom Filminstitut, und ich freue mich schon auf den sicher interessanten Vortrag. So, jetzt. Alles klar. Okay, schönen guten Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir jetzt auch im Zuge dieser Roadshow, wie es genannt wurde, auch den Westen Österreichs bereisen können. Freut mich, dass so viele Interessierte gekommen sind. Auch ein herzliches Willkommen an die Scouts aus Südtirol. Servus, Wilfried. Es ist jetzt schon sehr viel gesagt worden. Der Georg hat mir eigentlich auch schon die Einleitung ein bisschen vorweggenommen. Er hat gesagt, was, es gibt ja nichts Leichteres, als eine Präsentation zu machen über ein Ding, wo man Geld verteilt. Ja? Dem muss ich jetzt entgegenhalten. Wir sind heute wahnsinnig früh aufgestanden, haben jetzt vor kurzem Mittagessen gehabt. Also die Müdigkeit ist enorm. Also wir werden uns jetzt kurz fassen, damit wir Ihnen Raum geben, auch für Fragen. Und Bernhard hat schon wahnsinnig viel erklärt eigentlich. Ich hätte jetzt auf die Bühne gehen können und mir dann ein Intro vom Hader stellen können und einfach sagen können, gibt's Fragen? Nachdem noch keine Fragen formuliert werden, gehen wir durchs Programm durch. Ich darf Sie vielleicht daran erinnern, dass im Sommer vergangenen Jahres, am 5. Juli, gab es eine für viele überraschende, aber durchaus gewaltige, bahnbrechende Pressekonferenz. Sie sehen hier die Repräsentantinnen dieser vier Ministerien, die hier einen gemeinsamen Deal für die Filmlandschaft Österreichs zu Wege gebracht haben. Ja, also die Vertretung hier vom Familienintegration und Medienministerium, der Finanzminister, die Staatssekretärin vom BMKÖS, Kunst, Kultur, und der Herr Kocher, Bundesministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wirtschaft. Diese vier haben dieses neue Anreizmodell sozusagen gemeinschaftlich auf den Weg gebracht. Ich habe mir jetzt zur Vorbereitung ein paar Medienfachzeitschriften durchgeschaut. Die Deutschen, das Blickpunkt Film, war ein sehr euphorisch ungedeckeltes Anreizmodell. Nachbarland macht Nägel mit Köpfen. Die hiesigen Medien waren etwas zurückhaltender, haben die Superlative den Politikern überlassen. Mit diesem Anreizmodell machen wir Österreich international konkurrenzfähig. Wichtig ist, dass Wertschöpfung hier in Österreich stattfindet. Und das Ganze ist eine runde, eine tolle Sache. Um das vielleicht jetzt, was das Filmförderungsgesetz, das ist unsere Grundlage, ich stehe hier für das Österreichische Filminstitut, was das anlangt, kann man aus der Novellierung des Filmförderungsgesetzes im Wesentlichen diese Zielsetzungen hier ableiten. Also es geht um Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, es geht um eine Steigerung der Attraktivität des Filmstandorts auf der einen Seite. Wie der Bernhard schon angedeutet hat, es werden auch verstärkte Anreize zu ökologisch nachhaltiger Filmproduktion geschaffen. Und last but not least wollen wir auch einen Beitrag zur Chancengleichheit der Geschlechter liefern. Das ist nichts Neues, was jetzt mit ÖFÖ Plus quasi über die Hintertür reinkommt. Das Österreichische Filminstitut hat sich in dem Bereich schon seit vielen, vielen Jahren stark gemacht und hier durchaus
ganz eine tolle Reputation, auch auf, insbesondere auf europäischer Ebene, zu Wege gebracht. Vielleicht ist das für Sie alle eine interessante Information. Ich habe versucht, einmal die Förderlandschaft, so wie sie sich dargestellt hat, bis zum Ende 2022, Ihnen einmal kurz zu skizzieren. Wie gesagt, das Filminstitut steht für Kinofilm, FISA Plus, die zweite Förderschiene, wird dann im Bereich der TV- und Streaming-Produktionen und auch der internationalen Service-Produktionen abdecken. So hat die Förderlandschaft bis 2022 ausgeschaut. Also vielleicht ganz wichtig ist das Österreichische Filminstitut und die langjährige Zusammenarbeit mit dem ORF, Film-Fernsehabkommen. Also das Filminstitut gibt es seit 1981 und seit über 40 Jahren besteht auch dieses Film-Fernsehabkommen, in dem gewisse Sachen geregelt sind, unter anderem, dass der ORF auch bei der Produktion und bei der Finanzierung von österreichischen Kinofilmen mitwirkt. Sie sehen hier auch die Budgetgrößen ungefähr. Ganz wichtig auf einer regionalen Ebene ist der größte Regionalfonds des Landes, der FFW, der aber auch neben dem Kinofilm auch Fernsehen unterstützt. Natürlich auch wichtig die jeweiligen Regionalfonds in den einzelnen Ländern. Es verteilt sich ungefähr so, dass vom gesamten Fördervolumen, das es in Österreich gibt, ungefähr 2/3 auf die Bundesebene fällt. Und hier haben wir, wie Sie sehen, sehr wenige Institutionen. Auch das BMKÖS hat eine eigene Filmförderung, das gehört da auch dazu. Auf der Länderebene haben wir demgegenüber 1/3 des Fördervolumens und ungefähr 14 Institutionen. Diese Pfeile, die Sie da sehen, die symbolisieren sozusagen unser Kerngeschäft, wenn man so sagen will, als Förderer, nämlich die Kinofilmproduktion. Und da gibt es im Wesentlichen die drei großen Säulen, ÖFI, ORF, FFW und FISA. Und das Ganze wird sich jetzt, wie gesagt, ab jetzt verändert sich es bereits. FISA scheidet aus diesem Verband der Kinofilmfinanziers aus. Es wird eine Veränderung geben. FISA taucht, wie gesagt, im Bereich TV-Filme, Serien und der internationalen Serviceproduktion wieder auf und das ÖFI Plus als neues Label unter dem Dach des ÖFI wird diese automatische Förderschiene komplettieren. Das ist so ein bisschen der Überblick, dass Sie das für sich einmal sozusagen abspeichern können. Es gibt zwei wesentliche Programme, das eine Kino, das andere Fernsehen, Streaming. Es gibt, wie es bei automatischen Förderprogrammen üblich ist, einen kulturellen Eigenschaftstest. Das heißt, die kulturelle Eignung des Produkts hat sich durch ein entsprechendes Punktebewertungsmodell hat es darzulegen. Da habe ich auch bereits bei der letzten Veranstaltung gesagt, dass das bei uns im Bereich Kinofilm wird das eher subsidiär zur Anwendung kommen, weil hier sehr viele Kombinationsmöglichkeiten es geben wird mit kommissionellen Förderentscheidungen und wenn eine Kommission über ein Projekt entscheidet, dann ist eigentlich die kulturelle Eignung bereits bestätigt. Bei FISA wird das eher Standardsache werden bei Eigenschaftstest. Bernhard hat das, glaube ich, auch schon einleitend erwähnt, es ist ein Automatikprogramm. Ja? Also es gibt ausgehend vom Spend sozusagen, von den Ausgaben in Österreich, kann man als Basisfinanzierung 30% automatisch erhalten, wenn man entsprechenden grünen Kriterien, wenn man grüne Kriterien erfüllt, dann wird es weitere 5% geben. Es gibt einen Gender Gap Bonus. Alle jene, die schon mal mit FISA zu tun hatten, kennen das aus der Vergangenheit. Das ist im Grunde nichts Neues. Und was dazu kommt, ist ein Wertschöpfungsbonus, der bei internationalen Koproduktionen dann zu tragen kommt, wenn es einen Mitteltransfer vom Partner nach Österreich gibt, der hier in Österreich eine Wertschöpfung auslöst. So, das ist im Grunde so der Überblick. Wer ist antragsberechtigt? Es geht natürlich um fachlich qualifizierte Unternehmen. Warum? Filmproduktion ist in der Regel ein teures Unterfangen und wenn viel Geld im Spiel ist, dann versucht man auch die bestqualifizierten Unternehmen sozusagen auf die Reise zu schicken. Der Sitz, die Betriebsstätte oder eine Zweigniederlassung
muss in Österreich sein, wobei der Firmenstandort des Unternehmens innerhalb der EU, EWR oder der Schweiz sein kann. Wichtig ist auch, und das ist jetzt erstmals neu in das Filmförderungsgesetz aufgenommen worden, die Unabhängigkeit von Mediendiensteanbietern. Das heißt, unsere Aufgabe ist, wir sind daran interessiert, unabhängige Produktionsfirmen zu unterstützen und nicht dahinterstehende oder dahinterliegende Mediendiensteanbieter, die Programm haben wollen und das gefördert bekommen wollen. Wie schauen die Voraussetzungen aus? Also bei uns, das ist eine automatische Förderung, die an keine Antragstermine geknüpft ist. Sie können jederzeit beantragen. Sie müssen das spätestens 30 Werktage, also 5 Wochen vor Drehbeginn machen. Und wir haben in den Richtlinien uns eine Selbstbindung auferlegt, dass wir innerhalb dieses Zeitrahmens auch Ihr Projekt entsprechend durchgeschaut haben und Ihnen ein Commitment sozusagen dann innerhalb dieser 30 Tage geben. Wenn Sie später dran sind, geht es nicht mehr aus, weil dann sind Sie mitten im Dreh. Und mitten im Dreh kann man nichts fördern, weil wir sind eine Anreizförderung. Das heißt, die Förderung muss ein Verhalten ändern und muss dann zu einem Anreiz und zu einer Verhaltensänderung führen. Was ist wichtig? Wann sind Sie als Produktionsfirma antragsberechtigt? Wenn Sie entweder vom Filminstitut über die Kommission eine selektive Zusage erhalten haben oder eine Zusage anderer Förderstellen des Bundes oder der Länder haben. Wenn Sie Referenzmittel, also aus einem erfolgreichen Film resultierende Mittel beim Filminstitut haben und zumindest 100.000 dieser Euronen in einen Spielfilm oder 50.000 bei einem Dokumentarfilm einbringen können und wenn keines der ersten beiden Kriterien erfüllt ist, dann gilt die Generalregel, zumindest 30% der Finanzierung muss bei österreichischen oder majoritär österreichischen Projekten stehen. Bei minoritären Projekten muss zumindest 50% des nicht österreichischen Anteils stehen. Also da steht ein bisschen dahinter, dass wir etwas früher sozusagen in die Zusagepflicht hineinkommen wollen, um den Produzenten auch die Möglichkeit zu geben, dass sie auch entsprechende Verhandlungsmacht haben, zum Beispiel bei internationalen Koproduktionen. Das war sozusagen die Schlüsselfrage am Beginn dieses Programms, weil FISA, wie wir es kannten, FISA war etwas vom Betrag her etwas geringer ausgestattet, 20% bei nationalen Filmen von 80% Bemessung oder 25% bei den Koproduktionen. Da geht es jetzt um etwas höhere Beträge. FISA ist ganz am Ende, war klassischer Spitzenfinanzier, das heißt, es mussten alle Finanzierungen daliegen und dann hat FISA sozusagen den Deckel drauf gemacht. Wir sind etwas früher dran, damit man auch den Produktionen, insbesondere auch im internationalen Wettbewerb, in der Verhandlung mit Co-Partnern ein bisschen mehr Gewicht in die Hand legen können. Ja, das meiste haben wir schon gesagt, das ist eine automatische, nicht rückzahlbare Förderung. Wenn Sie beim Filminstitut in der Kommission einreichen, alles, was durch eine kommissionelle Entscheidung geht, ist erfolgsbedingt rückzahlbar. Ja? Also wenn der Film dann später großartig realisiert und wirtschaftlichen Erfolg hat, dann zahlen Sie anteilig zurück. Das ist eine nicht rückzahlbare Förderung, diese automatische Förderung. Die Bemessungsgrundlage sind die steuerlich relevanten Projektkosten. Alle, die in der Vergangenheit mit FISA zu tun hatten, für die ist das nichts Neues. Wir sprechen hier von Personen- und unternehmensgebundenen Leistungen, also alle Leistungen, die hier sozusagen zu Steuerabgaben führen. Also wenn Sie einen Dienstleister haben, der hier seinen Sitz in Österreich hat, hier Gewerbeberechtigung hat, Steuern abführt, oder wenn Sie Filmschaffende anstellen hier in Österreich, ganz egal wo, in Wien, in Vorarlberg, in Tirol, dann ist der hier sozusagen angemeldet und zahlt hier Sozialversicherungsbeiträge, Steuern. Das alles fällt in die Bemessung hinein. Ja. Wir haben eine, auch das wurde schon angeführt, die Förderung ist ohne Deckel drauf. Die Begrenzung, die es gibt, ist pro Projekt maximal 5 Millionen. Das ist ein enormer Betrag. Ja. Das ist wahnsinnig hoch und gleichzeitig sind andere Kriterien, nämlich die Mindestausgaben, relativ niedrig angesetzt mit 150.000. Also Sie müssen zumindest 150.000 in Österreich ausgeben bei fiktionalen Filmen oder 80.000 bei dokumentarischen Filmen. Warum ist die Bandbreite, warum läuft das jetzt so auseinander? Ich habe anfangs gesagt, 4 Ministerien waren beteiligt, unter anderem auch das BMKÖS, Kunst, Kultur. Und jedes dieser Ministerien hat natürlich entsprechende Vorstellungen, Zielsetzungen, wenn sie sich an den Verhandlungstisch setzen. Das BMKÖS wollte jedenfalls mit dieser neuen Form der automatischen Finanzierung auch
Projekte aus dem Bereich innovative Film mit abgedeckt haben, zumindest die größeren, die heute in der Lage sind, im fiktionalen Bereich 150.000 und mehr hier in Österreich auszugeben. Jetzt haben wir über die Bemessungsgrundlage, über die Mindestanforderungen gesprochen. Wie läuft die Förderung ab? Also auf diese Ausgaben, Sie müssen sich das so vorstellen, jeder, der die Kalkulation des ÖFI schon mal gesehen hat, da kalkuliert man sein Budget und dann gibt es eine Spalte, die nennt sich dann jetzt heißt ÖFI Plus. Das sind diese förderungsfähigen Ausgaben. Das heißt, Sie schauen sich alles an, was Sie kalkuliert haben und sagen, das findet hier in Österreich statt. Das führt hier zu einer steuerlichen Ausgabe. Und das ist sozusagen die ÖFI Plus Spalte, die ist ein Exzerpt all jener kalkulierten Kosten, die hier steuerlich wirksam in Österreich verausgabt werden. Das ist die Bemessungsgrundlage und von dieser Bemessungsgrundlage kriegen Sie mal einen Basisfinanzierungsbeitrag von 30%. Dann gibt es den Green Bonus Beitrag von 5% auf diese Bemessung. Da wird Ihnen dann gleich meine Kollegin Nina Hauser noch ein bisschen was näher dazu ausführen. Einen Gender Gap Financing Pauschalbeitrag gibt es dann, wenn Ihr Stab in einem gewissen Ausmaß mit weiblichen Teammitgliedern ausgestattet ist. Also da gibt es ein Punktebewertungsschema, wenn diese Punkte erreicht werden, kriegen Sie nochmal 25.000 in die Finanzierung hinein. Und last but not least haben wir einen Wertschöpfungsbonus, der dann zutage tritt, wenn man im Rahmen einer Koproduktion vom Partner Geld nach Österreich bekommt, damit hier zusätzlich Wertschöpfung ausgelöst wird. Das ist ein bisschen kompliziert in der Berechnung und in der Konzeptionierung her. Man kann es sich aber vereinfacht so vorstellen, wenn Sie zwei Partner haben in einer Koproduktion und jeder hat seine Verantwortungsbereiche im Budgetierungsprozess einmal abgesteckt und es gibt dann zum Beispiel ein Leistungspaket, sagen wir in der Postproduktion ein VFX-Paket von sagen wir 500.000 Euro, dann hat man die Möglichkeit, ich kann das im Land A oder im Land B machen. Im Land A, wie Austria, Österreich, gibt es für dieses Wertschöpfungspaket, wenn es rübergezogen wird, einen Bonus, also auf diese maximal 35% werden noch einmal 25% aufgeschlagen. Das heißt, wenn das Wertschöpfungspaket rüberwandert zu uns nach Österreich, dann finanzieren wir von diesem gesamten ausgelösten Wertschöpfungspaket 60% und der ausländische Partner schiebt 40% an Geld herüber. Ich lasse das jetzt einmal so stehen und sickern und übergebe jetzt dann die Nina, die Ihnen ein bisschen was zu Green Filming noch erzählen wird. Ja, hallo, mein Name ist Nina Hauser. Ich verantworte das Thema Green Filming seit 2019 im Österreichischen Filminstitut und freue mich natürlich sehr, dass dieser Green Bonus jetzt auch quasi rechtlich verankert ist, dass das nachhaltige Produzieren rechtlich verankert ist, auch im Filmförderungsgesetz. Das ist einfach etwas, was mich persönlich freut, weil es einfach nochmal ein Hebel ist. Aber man muss auch sagen, es war auch schon da, es ist da seit mehr als 2 Jahren. Viele Institutionen haben sich in Österreich eigentlich mit dem Thema schon sehr intensiv beschäftigt, haben das Thema integriert. Wir haben versucht, im ÖFI in den letzten 2 Jahren das Thema in die Förderung mit reinzunehmen. Ich bin Expertin für Green Filming and Funding, vor allen Dingen europaweit und international gesehen in verschiedenen Arbeitsgruppen. Was mich natürlich freut, ist, dass es jetzt ein Anreizmodell gibt, wo das Thema jetzt quasi nochmal ernst genommen werden muss. Ich höre nur immer Bonus, Bonus, Bonus. Für mich ist es auch die Arbeit, die dahinter steckt und das Eingreifen in die produktionstechnischen Umsetzungen, die mir eigentlich wesentlich wichtiger sind. Aber prinzipiell, wie funktioniert es jetzt bei ÖFI, ÖFI Plus mit dem grünen Bonus? Weil deswegen sind wir da. Ich kann auch alle anderen Fragen beantworten, wenn es irgendwelche geben sollte, dann in weiterer Folge. Wir haben uns, im ersten Schritt war es mal so, dass wir es auch unter den Institutionen tatsächlich geschafft haben, in dieser kurzen Zeit uns auf einen gemeinsamen Kriterienkatalog zu committen, den ich gemeinsam mit dem Verband der Green Film Consultants und dem Evergreen Prisma, LAFC, gemeinsam quasi erstellt habe, auf Grundlage von Erfahrungswerten, die wir jetzt aus Studien von den letzten Jahren haben und auch Erfahrungswerte durch die Produkte oder durch die Filme, die wir jetzt schon umgesetzt haben oder die schon grün umgesetzt haben. Dabei gibt es eben 2 ganz wichtige Dinge. Es gibt den Kriterienkatalog ÖFI, ÖFI Plus, sowohl in den FISA-Richtlinien als auch in unseren Richtlinien. Das ist der gleiche, Gott sei Dank geworden. Zusätzlich gibt es immer noch quasi die Möglichkeit, über die Umweltzeichen-Richtlinie umzusetzen.
und genau, und den grünen Bonus eben auch auszulösen. Wie funktioniert es jetzt bei uns bei Antragstellung? Im Grunde genommen funktioniert es so, dass man einen Green Filming Check macht. Das ist eine Liste, wo die Produktionen vorab testen können, wie viel muss Kriterien vom Kriterienkatalog kann ich umsetzen. Das soll ernst genommen werden, weil wir im Grunde genommen ja wissen, dass dieser 5% grüne Bonus Teil der Finanzierung ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich eigentlich schon recht früh gemeinsam mit den Consultants an den Tisch zu setzen und sich als Produzent zu überlegen, schaffen wir das? Weil am Ende wollen weder wir noch die Produktionen selber, dass das dann am Ende wegfällt. Voraussetzungen dafür sind mal prinzipiell Kriterienkatalog der ökologischen Mindeststandards, 25 Muss-Kriterien und 18 Soll-Kriterien, die 6 verpflichtende Grundkriterien enthalten. Dabei ist es so, dass beim ÖFI 20 von 25 Muss-Kriterien umgesetzt werden müssen und bei ÖFI Plus 22 von 25, die eben alle diese 6 verpflichtenden Grundkriterien enthalten. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass die Kommunikation unter den Projektbetreuern, mir und dem Produzenten intensiv sein sollten, auch im Vorfeld, auch vor Antragstellung, weil ich glaube, dass die Kommunikation dahingehend für die Umsetzung ganz, ganz wichtig ist. Prinzipiell war es das eigentlich so von den wichtigsten Eckpunkten und ich kann auch dann später dann noch was dazu sagen, wenn es Fragen gibt. Also grün in jedem Fall. Grün kein Geld, dunkelgrün Geld, 5% Green Bonus. Und vielleicht, dass man nur ergänzend anmerkt, es hat jetzt diese Zusatzfinanzierungskomponente, hat nichts damit zu tun, wie viel kosten die grünen Maßnahmen im Projekt zu tun. Also das hängt nicht davon ab. Ja. Also Sie müssen sich vorstellen, bei 2 Millionen Ausgaben hier in Österreich sind es immerhin 100.000 Euro, dieser Green Bonus-Effekt. Das heißt nicht, dass Sie 100.000 Euro in diese Maßnahmen setzen müssen. So ist das nicht gedacht. Die werden vielleicht hoffentlich günstiger sein auch. Das hoffe ich auch. Also prinzipiell ist es aber immer noch so, dass quasi die Mehrkosten, die das Produzieren eventuell verursachen könnte, akzeptiert werden und förderungsfähig bleiben. Und gesondert auszuweisen sind, wenn Sie in die Kalkulation reinschauen. Aber das ist jetzt ein Detail. ÖFI Plus hat nicht nur einen Förderungsrahmen im Bereich der Produktion, ÖFI Plus geht auch in Richtung Verwertung. Da werde ich mich jetzt ganz kurz fassen, damit wir ein bisschen mehr Zeit noch für die Fragen haben. Auch hier automatisch nicht rückzahlbar. Die Bemessungsgrundlage ist genauso wie bei der Produktion auch die steuerlich relevanten Verleihvertriebskosten in Österreich. Die Mindestausgaben sind logischerweise deutlich niedriger. Es müssen wenigstens 25.000 hier in Vertriebsverleihmaßnahmen in Österreich ausgegeben werden. Und ansonsten gilt das Gleiche. Basisförderung 30%, Green Bonus 5%. Die Kriterien, hast du da noch was? Gehst du auf das noch? Du gehst noch ein, okay. Vielleicht noch ein zusätzlicher Hinweis. Es gibt eine Verleih-Fee erstmals für die Verleiher. Ja? Die gibt es aber nur dann, wenn es sich um umfassende Verleih-Packages sozusagen handelt. Ja? Also wer kann einen Kinofilm verleihen? Einer, der fachlich qualifiziert ist, der die Verantwortung trägt, die wirtschaftliche Verantwortung, der das Risiko trägt, der die Verleihvorkosten auch kalkuliert und zu verantworten hat und der es auch schafft, in-house das Booking und Billing zu machen. Was wir nicht fördern wollen, ist reines Booking und Billing, also die reine Abwicklung, die reine Administrativprozess. Also wenn es so ein umfassendes Verleihpaket gibt, dann können die Verleiher von den in Österreich ausgegebenen Kosten eine Fee von 15% noch anerkannt bekommen. Das ist was Neues. Genau, und jetzt kann ich ganz kurz eben auch was zu Green Filming Verwertung, ist besonders für Kinostart jetzt gedacht, eigentlich sagen. Ganz kurz, es gibt auch einen Kriterienkatalog dazu, den ich erstellt habe, weil es eine Voraussetzung geben muss, um quasi auch hier die 5% zu beantragen. Das ist ein Mindeststandardkatalog, der quasi aus
einer Kalkulation im Grunde genommen entstanden ist, einmal herauszufiltern, was brauche ich denn beim Kinostart, was kann ich nachhaltig eigentlich machen, wie kann ich diese Dinge integrieren. Und dabei ist einfach für mich ganz wichtig, dass es jetzt eigentlich in weiterer Folge einen Austausch auch gibt mit den ganzen Verwertungsunternehmen, mit den Leuten, die auch dort tatsächlich jeden Tag arbeiten, mir Feedback geben, ob das quasi auch etwas ist, womit sie selbst da arbeiten können. Ich glaube schon. Ich glaube, dass es durchaus schaffbar ist und dass es auch wichtig ist, da auch die Verantwortung zu übernehmen, diese Dinge eben auch immer weiter zu denken. Ja, also auch in diesen ganzen Danach-Prozessen, nachdem ein Film hergestellt wird. Weil das, was wir ja nicht wollen, wir wollen ein grünes Projekt machen und danach eigentlich auch weiterhin nachhaltig agieren. Also im Moment schaut es bei uns so aus, dass wir auf Hochtouren laufen, um die Piste auszurollen, damit ÖFE Plus einmal abheben kann. Also diese ganze auch politische Einigung zwischen den beteiligten Ministerien, bis wir dann die Richtlinien auch in den entsprechenden Gremien auch zustande gebracht haben, das hat eigentlich alles ein bisschen länger gedauert, als wir uns das alle zusammen ursprünglich gewünscht haben. Das heißt, im Grunde sind wir eigentlich erst unmittelbar vor Weihnachten fertig geworden und wir versuchen, dass jetzt so gut es geht, die Piste zu asphaltieren, dass man drauf fahren kann sozusagen. Gleichzeitig ist aber auch der Blick in die Zukunft gerichtet, und das ist mein Abschluss schon dieser Präsentation, der Ausblick. Das heißt, wir sollten uns jetzt schon damit befassen, wie können wir denn die eingangs erwähnten Ziele dann auch überprüfen, dass wir die auch weg- und messbar machen. Ja? Das heißt, darum wird es auch gehen. Das ist auch mein Appell an die Branche. Es ist eine Riesenchance mit diesen Instrumenten hier für die Branche, dass man hier mit ein bisschen einer stärkeren oder geschwolleneren Brust auch in den Markt hineingeht, dass man hier auftritt. Aber es ist gleichzeitig ein Aufruf, doch sich dessen auch bewusst zu sein. Es ist eine große Verantwortung für die Branche selber, aber auch für die Förderungsinstitutionen. Und da geht es eben darum, dass man dann irgendwann, und nicht irgendwann, sondern in 5 Jahren, werden diese Tools dann auf den Prüfstand gestellt und evaluiert. Und dann wird man sich überlegen müssen, was heißt denn das eigentlich, Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, die Attraktivität des Standorts zu erhöhen. Wie kann man das messen? Haben wir durch das mehr Geld, haben wir einen höheren Schauwert, einen höheren Production Value bei den Produktionen erreicht? Hat sich das in der besseren Vermarktbarkeit irgendwo niedergeschlagen? Ja? Hat das Ganze zu einer stärkeren Internationalisierung geführt? Haben wir hier tatsächlich Investitionen angelockt? Ist es zu stärkeren Mitteltransfers, zu höheren Wertschöpfungen in Österreich gekommen? Haben daraus die Unternehmen profitiert? Haben sie die kapitalisiert? Und was heißt das dann, Kapitalisierung der Unternehmen? Konnten sie die Strukturen wenigstens halten oder sogar ausbauen? Das ist doch der Sinn und Zweck des Ganzen, dass wir eine lebensfähige Struktur und eine lebensfähige Produktionslandschaft aufstellen, damit wir auch in Zukunft auch Schritt halten können mit den Anforderungen und mit dem Wettbewerb, weil die Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbarländern und aus Europa schlafen auch nicht, werden sich auch jetzt einiges einfallen lassen, um hier auch wieder das Pendel in die andere Seite schlagen zu lassen zu können. Und last but not least, das wird sicherlich das Thema sein, von dem ich glaube, dass es eines der heißesten Themen wird, nämlich nicht nur, also auch unsere Branche, die Filmbranche, ist von diesem Thema Fachkräftemangel, wie Sie alle wissen, nicht verschont geblieben. Das heißt, wir pumpen jetzt mehr Geld in die Landschaft hinein. Wir versuchen hier den Standort attraktiver zu machen. Wir hoffen auch, dass das wieder vielleicht abgewanderte Arbeitsplätze zurück nach Österreich bringt. Aber wir werden auch härtest daran arbeiten müssen, dass wir neue, fachlich qualifizierte Filmschaffende heranbilden. Das heißt, das Thema Nachwuchs wird aus meiner Sicht ein ganz essentielles sein, weil ohne Schaffung neuer Arbeitsplätze werden diese Modelle nicht funktionieren. Ja? Wenn Sie jetzt Produktionen ins Land hereinholen und haben aber keine fachlich qualifizierten Leute und müssen dann in die Nachbarländer Ausschau halten und von dort Personal holen, dann hat das ja keine wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Ja? Das hat ja keine volkswirtschaftliche Rechtfertigung, weil dann holst du von außen Leute, die hier projektbezogen arbeiten. Hier vielleicht, wenn du jetzt Richtung Osteuropa gehst, hast du vielleicht dann hohe Differenzen in den Gehältern, in den Personalkosten, dann gehen die zurück in ihre Länder, konsumieren das in ihren Ländern und wir haben wieder dieselbe Situation wie vorher. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir Leute zurückholen, die abgewandert sind, dass wir neue, junge
Talente fördern und schnell in die Praxis bekommen und dass wir unter Umständen auch Ausschau halten müssen, und das war die Veranstaltung vor eineinhalb Wochen, glaube ich, die CIMIX in der Wirtschaftskammer, dass wir hier die Filmbranche auch mit anderen Branchen, mit anderen Industrien in Kontakt bringen. Das heißt vielleicht so ein bisschen das Werben, um Überläufer zu finden, dass wir auch aus anderen wirtschaftlichen Berufen Leute interessieren und sagen, schaut, ja, Film kann auch interessant sein. Du musst nicht unbedingt an der Wirtschaftsuniversität studieren und Steuerberater werden. Du kannst da Filmgeschäftsführung werden oder Head of Finance oder wie immer das heißt. Ja? Man kann sich auf verschiedenste Arten nützlich machen. Uns würde es freuen, wenn das in der Filmlandschaft passiert. Ja, mir wird's vor allen Dingen freuen, wenn wir irgendwann auch hinsichtlich nachhaltigen und ökologischen Film schaffen, dann eben auch die Zahlen haben. Ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Also alles, was nicht zahlenmäßig belegt ist, gibt es ja nicht. Ja, und das ist im Grunde genommen eigentlich auch mit der großer Teil von Green Filming, dass man eben messen kann, dass man die Zahlen kriegt, die wir jetzt eigentlich dann damit auslösen oder CO2-Einsparungen eben auch messbar machen, sichtbar machen können. Und das ist eigentlich etwas, wo mich sehr einsetzt, dass es das eben geben wird und CO2-Rechner benutzt werden für Gesamtprojekt, nicht nur für einen Teil oder nur den Teil, den wir halt in Österreich verursachen, sondern ich glaube einfach, da muss eine Gesamtkalkulation her. Und das haben wir eigentlich auch schon integriert seit 2 Jahren. Also ich glaube, es ist schon viele haben diesen Rechner gesehen. Den Rechner gibt es quasi auch für alle verfügbar in Österreich, filmspezifisch. Und der gleicht sich eben mit mittlerweile den Rechner eben Deutschland, Schweiz und Südtirol. Es ist im Grunde genommen die gleiche Basis. Das heißt, wir haben schon einmal länderübergreifende Instrumentarien geschaffen, die hier quasi auch im Vergleich gut sind, um das dann auch messbar zu machen und sichtbar zu machen. Und last but not least, inwiefern wir mit diesem zusätzlichen Instrumentarium einen Beitrag zur Chancengleichheit der Geschlechter liefern können, wird dann auch in dem bereits institutionalisierten Gender Report dann sozusagen nachzulesen sein. Also im Grunde geht es hier um diese Ziele, die man operationalisierbar, sprich weg- und messbar macht und irgendwie auch dann überprüfen kann in der Vergangenheit. Ich denke, das ist so der Blick ins Jahr 2027, 3, 4, 5, 6, 27, Ende 27 wird es dann soweit sein, dass wir uns das anschauen und den Erfolg dieses Programms auch messen. Damit haben wir es geschafft, um ein paar Minuten kürzer zu sein wie in der größeren Veranstaltung in Wien und haben Ihnen jetzt hoffentlich mehr Raum oder einen gewissen Raum geben, um ein paar Fragen zu stellen. Ja, herzlichen Dank, Nina Hauser, Werner Zappe für die interessanten Vorträge. Das war ein perfekter Schluss. Das Filmanreizmodell soll die Qualität, die Resilienz und das Filmstandort Österreich verbessern und sozusagen dazu beitragen. Und das habt ihr verknüpft mit den 2, 3 wichtigsten Zukunftsthemen, die damit auch verbunden sind, nämlich mit Nachhaltigkeit und mit Geschlechtergerechtigkeit. Wenn ihr einverstanden seid, moderiere ich die Fragen und die Bühne ist frei sozusagen für das Publikum. Gibt es Wortmeldungen dazu? Bitte. Ja, hallo. Ich hätte eine Frage zu dem Thema, was in den Richtlinien auch immer wieder steht, mit dem beruflich qualifizierten Herstellerinnen und Hersteller, wie genau das definiert ist, also was heißt qualifiziert, solange wir jetzt als junge Filmproduktion noch nicht auf der Stufe wie Mona-Film sind, haben wir dann trotzdem eine Chance. Oder wie genau, also ich habe es aus der Richtlinie nie rauszulesen, wie genau das definiert wird. Genau. Also im Grunde schaut es so aus, der Richtliniengestaltungsprozess war, habe ich eh schon gesagt, war ein langer. Und wir haben ursprünglich in den ersten Entwürfen gewisse konkrete Einstiegskriterien auch formuliert gehabt, die bis zum Ende, wir haben immerhin statt einer 4 Aufsichtsratssitzungen gebraucht, am Ende ist das rausgefallen. Und wir haben ja die Richtlinien so gestaltet, dass wir uns an den allgemeinen Richtlinien des Filminstituts angehalten haben und haben nur dort Ergänzungen reingenommen, die für ÖFI Plus, für diese Automatik relevant sind. Ja. Und das hat dann am Anfang ausgeschaut wie ein Fleckerlteppich, weil Sie haben in den Richtlinien gesehen, es gibt dann 2 Blöcke, die sind blau, das waren vorher lauter blaue so Streifen drinnen, die haben wir dann zusammengeführt in den Punkt 6a, das ist die Produktion, und 9
9a ist die Verwertung und es gibt nichts anderes als das, was vorher auch schon drinnen stand im Filminstitut, und da heißt es, die fachliche Eignung der Antragsteller ist nach Art und Umfang des Projekts zu beurteilen. Das ist jetzt wenig befriedigend, weil Sie mir ja die Frage wieder erneut stellen, und wenn Sie jetzt mit einem Projekt daherkommen, das 2,5 Millionen Euro kostet und Sie haben noch keinen Kinofilm produziert, dann werden wir sagen, wird sich nicht ausgehen. Dann müssen Sie sich vielleicht einen etablierten Partner suchen und mit dem gemeinsam die Koproduktion angehen. Oder Sie sind halt in einem kleineren Projekt drinnen, das entweder im fiktionalen Bereich wirklich low budget ist oder ein Dokumentarfilm ist zum Beispiel. Ja. Also da gibt es sicher nicht nur ein bisschen einen Ermessensspielraum drinnen. Im Grunde geht es aber auch darum, um bei ÖFE Plus überhaupt einen Antrag stellen zu können, brauchen Sie ja irgendwo entweder ein gewisses Commitment an Finanzierungsbeiträgen, die bestätigt sind, oder an Basisförderer. Ja? Und beim Basisförderer stellt sich genau dieselbe Frage. Ja? Also bei ÖFE Plus kann ich Ihnen wieder nur sagen, nach Art und Umfang des Projekts. Beim Filmfonds Wien wird es so sein, dass Sie dort innerhalb der letzten 3 Jahre ein vergleichbares Projekt fürs Kino realisiert haben müssen. Bei FISA war es auch so ähnlich in der Vergangenheit. Ja. Lisa, wenn ich ergänzen darf, es ist beim Fernsehfonds ähnlich wie beim Wiener Fonds, also in den letzten 3 Jahren vergleichbares, realisiertes Projekt, qualifiziert auf jeden Fall. Das war in der politischen Diskussion auch eine Riesenthematik. Ziehen wir hier Hürden, Grenzen ein, sozusagen für die Förderungswerber. Aber da sind wir natürlich nicht nur an innenpolitische Grenzen gestoßen, sondern in der EU, die ja den Gleichheitsgrundsatz sehr hoch halten, das Antidiskriminierungsgebot sozusagen voraussetzen, haben wir das Mögliche getan. Und es ist halt dann eine Regelung in den Förderungsrichtlinien drinnen, die verfassungskonform ist und die auch dem Gleichheitsgrundsatz der österreichischen Verfassung entspricht. Vielleicht eine kleine Ergänzung noch dazu, weil es gibt mit ÖFE Plus ja auch die Kombinationsmöglichkeit, dass Sie beim BMKÖS, eine sogenannte innovative Filmförderung, beantragen, also die eher kleinbudgetierten Projekte. Und das BMKÖS fördert eigentlich auch natürliche Personen, also die jetzt keinen Gewerbeschein haben als in der Herstellung und so weiter. Das wird es in dieser Kombinationsmöglichkeit bei uns nicht geben. Das heißt, es muss jedenfalls eine Gewerbeberechtigung vorliegen. Es muss eine Vorsteuerabzugsberechtigung gegeben sein, weil wir einfach sagen, das, was Sie bei uns kalkuliert, sind Nettokosten. Ja, wir können hier keine Bruttokosten fördern. Damit wird es da schon ein bisschen ein selektives Kriterium geben. Das andere ist eben das Budget, die Ausgaben mit 150.000. Aber das ist die Möglichkeit, das mit BMKÖS zu kombinieren. Jetzt weitere Fragen? Bitte sehr. Also, wenn ich so eine Kalkulation anschaue, stehen da persönlich noch jetzt ein bisschen Darstellung vor Ihnen. Wissen Sie, wo ich die großen Dinge habe? 8 Millionen Filmfernsehungen. Dass einige versuchen zu sparen, damit 10% drüber wechseln. Also das ist meine größte Angst, in den Raum zu sehen, und wir haben die Endverletzung bekommen. Wir werden auch das, wenn wir das Jahr gestartet haben, in nicht bekommen. Ja. Das heißt, wir haben die Probleme, dass wir die Seiten hier nicht sozusagen erhöht haben damit, und dann werden wir 25%, das sind 28%, dann vielleicht, da geben Sie jetzt nur mitgehen an den, vielleicht der Zukunft wegkommen. Das war wirklich ein großes Problem. Ich meine, die Kinder waren sehr gut, oder? Und ich weiß, die wurden jetzt gespart. Ja, also wir haben halt bei der Zugfahrt her über das Thema ausführlich diskutiert, und das hat uns die Zeit also so gefühlt, eine Fahrt nach St. Pölten und dann waren wir da in Innsbruck. Also es hat alles verkürzt, aber da kann ich jetzt auch relativ wenig dazu sagen, weil es geht jetzt, das... Seit 10 Jahren nicht mehr geworden, ja, 8 Millionen, ja.
die werden auch von oben kürzen und dann gesagt, oh, wir haben jetzt eh 10%. Ich meine, haben den dann reingedrückt. Naja, das ist gut, jetzt gibt es 30%, wir schauen, was geht dann. Ja? Also jetzt geht es jetzt dessen, dass wir uns anschmissen, wenn wir die Erde überhaupt so gehört haben. Aber das ist nicht mehr über die Finanzen warten kann. Ich auch, ja, ich wissen nicht, ich bin nicht. Aber wir haben eine Reihe von Tränen, die nicht abgedeckt sind, wenn die anderen Seiten dann anfangen, damit auch zu spielen. Mehr Geld geht aus dem Steuerfall. Ich sage jetzt mal wirklich eine große Freude, als Wunderbare, auch ein bisschen echte Tränen zu verhandeln. Ich würde vorschlagen, dass wir die Frage ORF beim Block Fernsehförderung behandeln, weil da passt ja primär hinein und dass wir hier speziell auf den Kinofilm, Film ein und gerne, aber Film-Fernsehfonds sozusagen, uns ist die Problematik bewusst, dass die Mittel seit langer Zeit nicht inflationsangepasst wurden. Aber das ist ein Problem, das wir hier auch nicht lösen können. Ich meine, vielleicht nur ganz kurze Replik. Ich meine, ich kann jetzt zum ORF und zu seinen Problemen und von den angekündigten Finanzierungsproblemen 2024 kann ich nicht sagen. Aber ich habe auch die einen oder anderen Ängste und Befürchtungen, die wir heute auch alle bis ins letzte Detail noch nicht durchgespielt haben. Weil selbst, wir haben ja jetzt in den letzten Tagen einige Male telefoniert und die Kalkulation hat sich immer wieder ein paar Tage ausgezögert, hat nur länger gedauert, weil wir im Zuge der Erstellung natürlich auf vieles draufgekommen ist, wo man gesagt hat, aufpassen. Ja. Also da gibt es viele Ängste, die wir haben können. Ja. Die sind auch damit verbunden, dass man sagt, ist das jetzt ein Modell, was wirklich wieder kapitalstärkeren Firmen in die Hände spielt oder auch für die anderen, für die breite Masse gedacht ist. Ja. Ich sage jetzt einmal, wenn ich davon ausgehe, ist eine Förderung ohne Deckel, dann sollte für alle was dabei sein. Trotzdem muss man aufpassen, dass man nicht in eine Schieflage kommt. Ja. Und man muss aufpassen, dass man nicht irgendwo jetzt das so attraktiv macht, dass man das System irgendwo missbräuchlich verwendet. Jetzt denke an Firmen, die hier gegründet werden, ausländisches Kapital, was einfließt und man holt sich das ab etc. Und wenn das natürlich dann wirklich einen Deckel gäbe, dann wäre das natürlich fatal, weil dann hat man erst recht wieder dieses Problem. Ich verstehe, ich bin doch nicht was widerlich. Das Formular ist super, die Neuerung ist auch sehr gut, ja, die Kosten sehen oder verstehen, und wir schauen müssen, wie man das tun, das ist eine andere Sache, ja. Aber da ist wirklich viel passiert, da ist uns rein, wir sind dann, ja. Aber ich glaube halt inzwischen, wenn der Herr in die Erdbeutstellung sagt, sie müssen 30% besorgen und ich weiß, es geht nicht, damit ich geht eine so neu, wir müssen völlig vorbeigehen. Gut, ich würde sagen, wir bleiben beim Kinofilm, bitte. In Tirol gibt es eben sehr viele kleine Filmproduktionen und da war die ÖFI-Förderung bisher einfach so eine Schuhnummer zu groß und darum schließe ich mich da an die Frage vom Vorredner. Also die Einstiegshürden, die sind hier für uns so von höchster Bedeutung. Jetzt nochmal zu fachlich qualifizierten Betrieben. Gibt es dann eine Kommission, die da das entscheidet oder ist das ein Referent? Erste Frage. Und zweite Frage, der kulturelle Eignungstest, könnten Sie über den noch mehr sagen? Der kulturelle Eigenschaftstest selber klopft das Projekt nach vier Teilbereichen. Da geht es um die kulturelle Identität des Stoffes, also wo kommt der her, wo ist der Autor her etc. Das ist im Wesentlichen der Kriterienkatalog, den es vorher bei FISA gegeben hat. Das heißt, es wird dann auch abgefragt in der Produktion, wie viele Head Departments hast du in einem europäischen Kontext. Das ist ein automatisches Punkteschema. Es geht darum, wo finden Dreharbeiten statt und da wird es halt eben, wenn von einem Hauptdreh von 30, 35 Tagen ein bestimmter Anteil, also
Prozentanteil in Österreich, dann wird es mit weniger Punkten, je mehr das wird, umso mehr Punkte gibt es, bis zuletzt der Verwertungsbereich auch ein Thema ist. Habe ich in dem Projekt ein Commitment, ein Interesse von Vertriebsfirmen drinnen? Wie ist dieses Interesse dokumentiert? Wenn ich bereits einen Verleihvertrag oder einen Vertriebsvertrag habe, dann ist das ja quasi, dann liegt da was am Tisch, dann gibt es mehr Punkte. Wenn ich einen Letter of Interest habe, dann gibt es weniger Punkte. Wenn ich gar nichts drin habe, gibt es gar nichts. Also so wird das bewertet sozusagen. Sie können das dann einmal durchspülen. Es gibt so einen kulturellen Eigenschaftstest auf der Homepage bei uns. Da kann man das unverbindlich einmal das Projekt durchlaufen lassen und dann sieht man, ob man in diesen Punktebereich hineinfällt. Da gibt es bestimmte Kriterien. Ein Spielfilm hat mehr Punkte zu erfüllen als ein Dokumentarfilm, weil der halt einfach weniger Möglichkeiten hat, Punkte zu erfüllen. Also es gibt Spielfilm, Animationsfilm, Dokumentationsfilm. Im Detail muss man sich das dort anschauen. Ich weiß das jetzt auch nicht alles auswendig. Das ist der Eigenschaftstest. Das ist das eine. Was war die andere Frage? Das war die Wer entscheidet über? Ja, genau. Das war ÖFI Plus, gibt es kein Gremium. ÖFI Plus ist eine Automatik. Ja. Aber der Punkt ist der, Sie können nicht hergehen und können sagen, ich möchte jetzt 35% von ÖFI Plus, sondern der Weg ist anders. Ja. Sie haben entweder 30% der Finanzierung oder Sie haben eine qualifizierte Förderung von der Kommission des Filminstituts, von der Jury des Filmfonds oder vom BMKÖS. Und dann ist dort bereits eine Vorevaluierung passiert. Erstens einmal ist es ein kulturell geeignetes Projekt und dann muss es dort bereits Entscheidungen gegeben haben, ist der Antragsteller qualifiziert oder nicht qualifiziert. Ja? Und wenn Sie keine Förderung, es kann ja denkbar sein, dass jemand zu uns herkommt, der überhaupt keine Förderung drinnen hat, sondern es kommt nur mit privatem Investment rein und kommt zu uns her und sagt, der müsste ja dann bei einem österreichischen Film oder bei einer österreichischen majoritären Produktion wenigstens 30% nachweislich finanziert haben. Und wenn Sie die herlegen können, ich habe von einem Investor 30%, dann gehe ich davon aus, dass der die Evaluierung ihrer Qualifikation übernommen hat. So einfach. Also es gibt keine Kommission. Bei ÖFI Plus gibt es keine Kommission. Sie können es im Grunde mit allem kombinieren, außer mit FISA Plus. Das sind zwei unterschiedliche Baustellen. Fernsehen und Streaming, Kinofilm, ja. Aber Sie können uns mit ÖFE, mit ÖFE klassisch, ÖFE, FFW, mit Landesförderungen, mit allem sozusagen kombinieren und mit BMKÖS. Ich muss dazu sagen, ich glaube, da ist ein Redigungsjob kaum hineinzukommen in das Filminstitut. Lord Steinig, wir machen das so sehr, es ist fehlend. Verleihfirmen gibt es de facto zwei, die das machen. Ja. Die sind im Grunde genommen, sind das der Filmladen und der Polyfilm, sonst gibt es ganz wenig Möglichkeiten. Wenn ihnen irgendjemand was schreibt, wie der Herr Thiem, macht es möglicherweise das Kraut nicht besser. Ja. Und in Wirklichkeit, eine junge Firma muss über eine große Firma gehen. Dass wir das nicht gemacht haben, war steinig, ist uns gelungen. Es kann gelingen, aber es ist nicht einfach. Da braucht man viel Herzblut. Und es ist wirklich so, suchen Sie sich einfach einen Größeren, der das mit Ihnen macht und der faktisch Vorqualifikationen hat. Ich sage jetzt das, was mir damals auf die Palme gebracht hat, wie ich fünfmal antreten bin bei FALS. Aber es ist so. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir machen noch eine Frage, bevor der nächste Block dann auf die Bühne kommt. Bitte. Das ad hoc, was sagt, wie er jetzt meint, ist die Möglichkeit, was meinen Sie jetzt konkret? Ob Sie auch meinen, dass es nach wie vor so ist, dass man sozusagen einen großen Partner sich am besten sucht oder ob jetzt also so die Filmförderung so weit reformiert ist, dass es einfacher wird. Das wäre sozusagen meine Hoffnung und so habe ich es jetzt da in Tirol weitererzählt. Ne? Also auch da wieder, ich bin kein Jurist, aber ich könnte jetzt wie Jurist antworten, das kommt drauf an. Ne? Das kommt drauf an, das kommt auf das Budget an. Also ich glaube, wenn Sie keine Erfahrung haben, wenn Sie in der Filmografie nicht nachweisen können, dass Sie schon einen Kinofilm produziert haben und legen ein interessantes Projekt rein, das kostet 2,73 Millionen Euro, sage ich jetzt einmal, dann wird es sich nicht ausgehen, denke ich mal. Ja? Dann, weil Sie, wie gesagt, Sie kommen nicht zu ÖFI Plus als erstes her, sondern Sie müssen eine Vorabqualifikation haben, also
Geld oder einen Finanzierungsbeitrag liefern. Und in der Konstellation werden sie von keinem der kommissionellen Förderungsentscheidungen werden sie was kriegen, aus meiner Sicht. Sie werden auch vom ORF, glaube ich, nichts kriegen, wenn sie noch nie einen Langfilm gemacht haben und dort ein großes Budget in Angriff nehmen. Ja. Da muss ich leider wieder auf diese wenig zufriedenstellende Formulierung in den Richtlinien zurückkommen, Qualifikation nach Art und Umfang des Projekts zu beurteilen. Wenn es um ein kleineres Projekt geht, es geht auch immer um Risikoabwägung. Ja. Der ORF versucht ja auch, sein Budget nach gewissen kaufmännischen Prinzipien abzuwickeln etc. Und der sagt, hinter jeder Produktion steckt ein Risiko. Ja? Warum sollte ich mehr Risiko eingehen und mit einer völlig neuen Firma ein Projekt versuchen, das ich mit der Firma schon seit Jahren, ich weiß schon, ich glaube, der ORF öffnet sich in der Hinsicht schon langsam, aber trotzdem ist bei dem sicherlich die wirtschaftliche Vorsicht und eine gewisse Risikoaversion nach wie vor gegeben. Also ich merke das an gemeinsamen Projekten, dass der ORF da strikter nach wirtschaftlichen Kriterien denkt und vorgeht, als es die Förderung tut beispielsweise. Also ich weiß nicht, vielleicht kann ich Ihnen so ein Beispiel noch bringen. Wir haben in den Richtlinien, ich glaube, das hat man jetzt sogar nach oben revidiert, haben seit vielen Jahren eine Bestimmung drinnen, wenn ein Budget über 3 Millionen geht, dann wäre es eigentlich an der Zeit, dass man Completion Bond verlangen. Ich glaube, das ist heute nicht mehr zeitgemäß, damit sind 3 Millionen Budget, das ist nicht so komplex, die Geschichte. Aber es gab diese Bestimmung und die gab es seit Jahren. Das ist so ein gewisser Schweinezyklus in der Förderung, da passiert einmal irgendwas. In dem konkreten Fall war es in den späten 90er Jahren eine Produktion, die explodiert ist und dann hat man sie mit Completion Bonds auseinandergesetzt, dann hat man die Completion Bonds als Mussbestimmung in die Richtlinien reintan und wie es halt so ist, dann passiert jahrelang nichts, dann wird aus der Mussbestimmung eine Kannbestimmung, dann ist man bei der Kannbestimmung so, dass man sagt, braucht man eh nicht mehr und bei vielen Projekten, wo man eigentlich sagen müsste, da müsste man einen Completion Bond, eine Fertigstellungsversicherung, eine Garantie verlangen, verzichten die Förderer drauf und der ORF sagt, aber wir nicht. Der ORF allein will kein Bond, weil der ist teuer, der kostet viel Geld, aber der ORF sagt zumindest, ich möchte dann für mein Geld, dass ich in eine Kinofilmproduktion investiere, eine Bankgarantie, weil wenn ihr scheitert, dann ziehe ich die Bankgarantie und das Geld ist retour. Und ich werde nie ein Programm kriegen, aber ich habe auch kein Geld verloren. Ja? In dem Fall hätte die Förderung das Problem, weil die hätte es dann verloren, das Geld. Ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt Antwort genug ist. Es wird sich relativieren und ich werde natürlich auch, wir werden jetzt, wenn wir BMKÖS-Projekte und wir sind in einem Bereich von 150.000 bis 500.000 Euro Budget, dann werden wir sicherlich nicht dieselben Maßstäbe anlegen können, wie es wir vielleicht sonst anlegen würden in einer großen Kinoproduktion. Aber schlussendlich wird das Ganze mal zunächst durchs BMKÖS gehen und die müssen das einmal vorab entscheiden. Und wenn die sagen, das Projekt kriegt von uns einen Zuschlag, kriegt eine Zusage, 120.000, glaube ich, ist der Höchstbeitrag für Produktionen, für fiktionale Projekte beim BMKÖS, dann werden wir nicht da sitzen und sagen, das geht sich nicht aus, der ist nicht qualifiziert, das wird es nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Noch eine Frage dazu zu ÖFI Plus. Wird eine Landesförderung als erster Baustein reichen, um den Automatismus auszulösen oder benötigt man dazu eine innovative Filmförderung, BMKÖS oder ÖFI-Förderung? Also von den Richtlinien steht es im Grunde genauso drinnen. Ja? Eine Zusage durch eine Bundes- oder eine Landesförderung. So steht ja der Text drinnen. Ich hätte es einmal eher dahingehend interpretiert, dass man eine Kommission braucht. Bei den Landesförderern sind sie meistens Beiräte, glaube ich, die empfehlenden Charakter haben. Ich weiß nicht, wie das jetzt... Das ist, glaube ich, alles Mögliche. Ich weiß nicht, wie es ist unterschiedlich gestaltet. Ja? Ich bin eher, ich meine, es ist im BMKÖS gibt es meines Wissens ja einen Beirat und keine Kommission in dem Sinn. Formuliert ist es so. Dann wäre das schon mal eine Möglichkeit. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, also zu dieser Eintrittsschwelle, zu diesem Hindernis zu Beginn, um mal reinzukommen ins ÖFI. Es ist schwierig, aber es ist möglich, meiner Meinung nach. Und ja, warum nicht? Also ich glaube, man nennt es jetzt Rucksackprinzip, sich eine etablierte Filmproduktion suchen und mit der zusammen eine innerösterreichische... Senior Producer. Herrschende Lehre. Das ist der korrekte Ausdruck dafür. Ist jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer mehr in Mode gekommen und da waren jetzt auch ein paar
Produktionen, die dadurch Routine und Erfahrung gewinnen haben können und jetzt ja, auf eigenen Beinen stehen. Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um da einen Fuß in die Tür zu bekommen, meiner Meinung nach. Aber sonst, ich weiß nicht, ob es nur so in den Leitlinien ist. Früher waren das war ein Kinostart vorausgesetzt, Dokumentarfilm mit 2 Kopien, Spielfilm mit 10 Kopien. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Eben bei uns, wir haben damals unseren Film in 2 Kinos gehabt und haben dadurch einen Kinodokumentarfilm finanziert bekommen. Das war also diese Kopienvoraussetzungen gibt es nicht. Gibt es nicht mehr. Okay, früher ist in den Richtlinien gestanden. Also es ist mittlerweile ja so, dass selbst wenn du dann augenscheinlich, und ich meine, ein Rohschnitt ab, oder sagen wir eine Rohschnittvorführung, wir nehmen ja keinen Rohschnitt ab, wir sind ja kein Auftraggeber, eine Rohschnittvorführung, wo, da ist meistens dann eben die Finanziers geballt dabei, Leute vom ORF, von FISA, vom FFW, von ÖFI, und wenn es eine einhellige Meinung gibt, dass der jetzt nicht unbedingt absolut gelungen ist, der Film, dann muss man sich überlegen, ob es einen Sinn macht, den in die Kinos zu bringen. Ja. Also das war früher schon ein ungeschriebenes Gesetz, dass jeder geförderte Film ins Kino musste, weil der irgendwo auch diese Sperrfristen, diese Kinoschutzfristen auslösen musste, weil da wieder einige rechtliche Folgen dran gehangen sind, und irgendwann einmal, ich weiß nicht, wann das passiert ist, vor 1,5, 2, vielleicht war es vor 3 Jahren, hat man von diesem Prinzip Abstand genommen, wenn man gesagt hat, ich meine, wenn es nicht geglückt ist, dann muss man ja in der Auswertung nicht nur einmal zusätzlich Geld reinschmeißen. Im Gegenteil, du wirst ja dann auch nicht großartig motiviert sein, viel Geld in eine Kinostadt reinzutun, wenn es das schmales Verwertungsbudget ermöglicht, dann nimmst du dem sowieso schon die Chancen. Also das ist so ein vicious circle, wo man sagt, dann begraben wir es lieber gleich, bevor wir ihn noch peinigen und prügeln lassen in der Kinoauswertung oder so. Ne? Ja, vielen Dank. Ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt einmal sozusagen zum nächsten Block kommen. Danke, Nina Hauser, danke, Werner Zappe. Ja. Und ich begrüße jetzt sehr herzlich die Silvia Warner vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, die Nicole Gustin von der Austria Wirtschaftsservice und die Nina Kaidis von Film in der Austria. Und im ersten Block geht es darum, welche Neuigkeiten bringt FISA Plus mit sich? Ja, bitte. Für internationale Serviceproduktionen. Ist noch ein Mikrofon, bitte, Nina. Für österreichische Streaming, für Produktionen, große österreichische Fernsehproduktionen, für Streamingproduktionen, und auch ein Aspekt wird sein, wie werden wir gemeinsam insbesondere die Filme in Austria, das Filmanreizmodell international promoten. Wir sehen auch hier im Fachverband bekommen wir auch Anfragen von internationalen Medien, von deutschen Medien, von anderen Filmförderinstitutionen, und wir bereiten auch gemeinsame Initiativen vor, wie wir hier Film in Austria, AWS, Wirtschaftsministerium und Wirtschaftskammer das Filmanreizmodell bei Festivals, Messen im Ausland promoten können, und wir freuen uns sehr auf eure Ausführungen. Hast du die Fernbedienung? Bitte. Danke vielmals. Funktioniert's? Hört man mich? Ja, man hört mich. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und einen schönen Nachmittag. Freue mich sehr, in Tirol sein zu dürfen, als wirklich erste Station unserer kleinen Roadshow. Habe auch privat ein paar Connections zu Tirol. Also meine Eltern haben hier in der Stadtpfarrkirche geheiratet. Also Sie sehen, ist für mich ein bisschen back to the roots sozusagen. Ich bin auch seit 2019 im Filmgeschäft sozusagen, habe aber auch andere Connections zu anderen Branchen. Das heißt, ich kenne ziemlich viel Branchen, und ich kann wirklich dazu sagen, es ist einzigartig, was wir hier haben. Es ist wirklich ein sensationelles Fördermodell, ein sensationeller Wurf gelungen, den wir in gemeinsamer Arbeit hier geschafft haben, mit Blut, Schweiß und Tränen, muss ich ehrlich sagen. Es war ein anstrengendes halbes Jahr, Dreivierteljahr, bis wir das wirklich auf den Boden gebracht haben. Und auch der Werner Zappe hat schon gesagt, es war knapp. Also die Richtlinien beim ÖFI waren ein bisschen früher fertig als die bei FISA Plus. Wir haben am 30. Dezember um 14 Uhr die Freigabe vom Finanzministerium bekommen. Also Sie sehen, es war echt eine Punktlandung, um mit 1.1. starten zu können. Wir freuen uns, dass das Gesetz seit 1.1. in Kraft ist.
und auch die Richtlinien in Kraft sind und wir seit 2.1. auch Anträge entgegennehmen können. Also es läuft schon ganz gut, wir haben ganz gute Antragszahlen, wir haben wirklich tolle, spannende neue Projekte und das, was bei uns ganz neu ist, wir haben mit einem weinenden Auge die Kinoproduktion in der Förderung abgegeben, aber dafür Streaming und TV-Produktionen und die Postproduktion dazu gewonnen. Also ich glaube, es ist ein durchaus fairer Tausch gewesen und sozusagen neue Zielgruppen, neue Chancen, neue Märkte zu erschließen, ist, glaube ich, immer etwas wahnsinnig Spannendes und Österreich damit wieder einen Fleck auf der Landkarte geben zu können. Die Förderrichtlinien, die wir bei FISA Plus haben, sind jetzt mal 2 Jahre gültig. Wer FISA gekannt hat oder FISA alt gekannt hat oder kennt, weiß, dass die Richtlinien in der Regel 3 Jahre gültig waren. Wir haben uns entschlossen, das Ganze nur für 2 Jahre zu machen, deswegen um zu schauen, weil es so neu ist und wir so viele neue Sachen in FISA Plus haben, um uns wirklich die Möglichkeit zu lassen, ein bisschen zu evaluieren und rechtzeitig dann anzupassen, zu schauen, was funktioniert nicht so gut, wo können wir vielleicht noch ein Schräubchen anders machen und anders drehen, um diese Zeitknappheit, die wir jetzt bislang gehabt haben, vielleicht dann in diesen 2 Jahren wieder zu nutzen, um zu sagen, da können wir noch nachschärfen und etwas aufbauen. Wir evaluieren parallel, das heißt, wir müssen zwar auch nach 5 Jahren wirklich in die große Evaluierung, aber wir versuchen wirklich parallel dazu zu monitoren, um zu schauen, wo hakt es, was können wir ändern, um rechtzeitig dann auch Ideen aufzunehmen für die nächste Förderperiode. Es wurde schon gesagt, wir haben ausreichend Budget, also das letzte Jahr war für das FISA-Team ein sehr hartes, wer sich erinnern kann, Anfang des Jahres kein Budget, also die große Überraschung auch für uns, dass wir ausgeschöpft waren schon mit März, also damit haben wir alle nicht gerechnet. Und insofern sind wir jetzt in einer komfortablen Situation, dass die Politik uns versprochen hat, es gibt ein ungedeckeltes Budget und wir haben dieses Windhundrennen, das immer war bei FISA, diesmal nicht mehr. Damit auch Planungssicherheit, nicht nur für die Branche, aber auch für uns und wir können ein bisschen besser rechnen, was hier in Österreich so an Produktionen kommt, was ausgegeben wird und wir nicht mehr dieses Problem haben, kein Geld. Wir sind definitiv zukunftsfit, also die Resonanz ist auch international eine sehr positive, sehr große. Wir waren auch ziemlich schnell auch in allen internationalen Medienblättern sozusagen vertreten mit Meldungen, die wir nicht bezahlt haben, sondern sozusagen die Journalisten sind von alleine auf dieses Thema aufmerksam geworden und haben sozusagen da auch schon kräftig die Werbetrommel gerührt. Und wir merken das auch, dass die Anfragen aus dem Ausland wirklich massiv zugenommen haben. Also wir kriegen von der Verkündigung im Juli haben wir wahnsinnig viele Anfragen schon aus dem Ausland bekommen. Wir würden gern bei euch drehen. Wie funktioniert das? Und vor allem aus Deutschland kam schon wieder die Rückmeldung, jetzt habt ihr uns schon wieder links oder rechts überholt, mit dem Comeback-Zuschuss haben wir es schon einmal gemacht, jetzt habt ihr schon wieder uns überholt, also etwas, was uns ganz ein bisschen freut, weil diese kleine freundschaftliche Rivalität, die wir immer mit Deutschland haben in Österreich, ist etwas, was dann doch ein bisschen anspornt, wenn wir es wieder geschafft haben, die Deutschen zu überholen. Die Förderabwicklung bei FISA Plus erfolgt zum einen durch die Austria Wirtschaftsservice, das ist etwas, was bislang ja sowohl von AWS als auch ABA gemacht worden ist, weil der kulturelle Eigenschaftstest immer bei der ABA war. Diesmal haben wir dieses System geändert. Wir haben wirklich eine reine Förderabwicklung, Anträge bei der AWS, die auch dort bei der AWS abgewickelt werden. Es gibt auch keine Genehmigung mehr durch das Ministerium, was es ein bisschen schneller auch macht. Es ist wirklich rein AWS-Tool. Und was auch etwas Neues ist, und das freut mich auch besonders, weil ich auch die Eigentümervertretung für die ABA habe, also ist nicht ganz uneigennützig, dass Film in Austria, die ABA, mit etwas mehr Budget ausgestattet wird, um die Bewerbung des Filmstandorts Österreich im Ausland als erste und zentrale Anlaufstelle für internationale Produktionen zu bekommen. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch sehr, sehr positiv ist, dass wir neue Festivals betreten können, dass wir mit anderen Zielgruppen arbeiten können, dass wir hier auch verstärkt einen Fokus auf die Bewerbung des Filmstandards in Österreich im Ausland legen können. Auch ganz kurz noch die Ziele von FISA Plus, um auch zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen einer kulturellen Förderung und einer
einer Wirtschaftsförderung, einer Standortförderung. Wir sind bei FISA Plus eine ganz klassische Wirtschaftsförderung. Wir haben ja keinen Beirat, wir haben ein First-Come-First-Serve-Förderprinzip. Also Anträge kommen rein, wenn sie vollständig sind, werden sie bearbeitet und auch entsprechend abgewickelt. Das Ziel ist ganz klar, die Wettbewerbsfähigkeit des Filmstandorts zu steigern und die Attraktivität, gleichzeitig aber auch die Resilienz und die Nachhaltigkeit der Branche, der Unternehmen in Österreich, die wir haben. Und ein bisschen, so sehr die Branche schon professionell arbeitet, das will ich gar nicht schmälern, aber es geht auch darum, sie noch professioneller zu machen und hier noch mehr Professionalität hineinzubringen, indem zum Beispiel internationale Produktionen in Österreich drehen, in einem Umfang, wo wir in Österreich das nicht so kennen, weil unsere Produktionen eher kleiner waren, immer, auch wenn sie groß sind, aber sie sind doch im internationalen Vergleich doch etwas kleiner als eine James-Bond-Produktion, muss man auch ehrlich zugeben. Aber ich glaube, das ermöglicht auch Chancen für die Nachwuchsfilmschaffenden, hier mal bei wirklich ganz großen internationalen Produktionen ein bisschen reinzuschnuppern, mitarbeiten zu können und da sozusagen uns auf ein nächstes Level auch so zu bringen. Gleichzeitig aber auch, muss man dazu sagen, wir schaffen damit auch Arbeitsplätze und das ist auch das ganz klare Ziel der Förderung hier, Arbeitsplätze zu schaffen, zu erhalten und hier auch wirklich die soziale Lage von Filmschaffenden in Österreich zu verbessern. Ganz klar ist auch den Ausbau der Infrastruktur. Auch das ist ein wesentliches Anliegen von FISA Plus. Wir hatten ja bislang immer das Problem, dass wir Problem ist gut, wir haben das Luxusproblem gehabt, sagen wir so, dass wir ganz tolle Dienstleister haben im Bereich Film, also außerhalb der klassischen Filmproduktion, Tonstudios wie die Synchrostage, VFX sind wir wirklich im Spitzenfeld in Österreich mit den Unternehmen, die wir da haben, bei der technischen Digitalisierung, da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Unternehmen, die zwar indirekt von den Filmproduktionen in Österreich profitiert haben, aber es war bislang noch nicht so, dass wir sagen, wir können diese Leistung allein so attraktiv gestalten, dass das schon allein ein Anreiz ist, die in Österreich zu machen. Also nicht nur die gesamte Produktion, sondern eben auch bestimmte Teile. Und darum geht es ja, dass wir diese Infrastruktur, die wir in Österreich haben, das Potenzial heben und besser ausnutzen können. Ganz wichtig ist auch die ökologische Filmproduktion, da hat die Nina ja schon ausgeführt, wie wichtig das ist und ich glaube, auch das eint ÖFI und FISA, uns ist ganz wichtig, einen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten und da auch ein bisschen was zu verändern in der Branche. Und ich sage jetzt nicht nur in dieser Branche, sondern ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Kreativwirtschaft und dazu gehört die Filmbranche ein wesentlicher Impulsgeber ist für ganz viele andere Branchen und ganz viele andere Wirtschaftszweige. Und das ist auch ein bisschen mein persönliches Anliegen, weil ich eben noch andere Sachen mache im Wirtschaftsministerium als nur Film unter Anführungszeichen. Aber es geht darum, dass wir mit der Kreativwirtschaft Impulse setzen zum Thema Innovation, Digitalisierung für andere Wirtschaftszweige auch ein bisschen eine Vorbildfunktion haben, um hier mehr Ökologisierung und auch mehr Chancengleichheit in der einen Branche zu haben. Das gibt einen Effekt auf die andere Branche und glaube ich, das ist etwas, was wir uns ganz, ganz groß auf die Fahnen heften. Und ich gebe jetzt weiter an die liebe Nicole, die Details erklären wird. Bitte. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Nicole Guste, mein Name. Ich bin hier stellvertretend für die AWS, hier für FISA Plus, also für die Förderabwicklung und werde jetzt versuchen, durch die wichtigsten Fördervoraussetzungen und Förderkriterien hier durchzuführen. Ganz klar, also wir starten mal mit den förderbaren Projekten. Was fördern wir? FISA Plus ist als Richtlinie so zu verstehen, es gibt zwei Förderschienen. Das ist zum einen die internationale Schiene und zum anderen die österreichische Schiene. Internationale Schiene, hier vor allem gemeint natürlich internationale Serviceproduktionen, aber auch, und das ist natürlich dann auch, jetzt bin ich schon eins zu viel so zurück, auch nur Produktionsteile, das ist jetzt natürlich neu mit FISA Plus. Gefördert werden fiktionale sowie dokumentarische Formate, aber auch Animation und Virtual Reality. In der internationalen Schiene fördern wir Kino, TV und Streaming.
Das unterscheidet uns natürlich von der österreichischen Schiene, wo wir die Abgrenzung zum ÖFI haben. Hier fördern wir TV und Streaming, also ganz klar nicht Kino. Genau, österreichisches Spezifikum hier natürlich die Unabhängigkeit von sogenannten Mediendiensteanbietern, aber mit einer gewissen Mindestbeteiligung von 30%. Da gehe ich später noch drauf ein. Genau. Was wir nicht fördern, natürlich ganz klar gesetzeswidrige Sachen finden, also die sind aufgelistet in der Richtlinie, so wie natürlich private Produktionen oder auch diverse TV-Formate, TV-Wettbewerbe oder alles, was man quasi, jetzt bin ich wieder zu weit, alles, was quasi non-scripted ist, also das wird nicht gefördert. Genau, zu den Förderungsvoraussetzungen, also hier ein paar Schlagworte. Unabhängigkeit von Mediendiensteanbietern habe ich schon genannt. Dann natürlich die AGVO-Verordnung, kein Unternehmen in Schwierigkeiten. Also diesen Nachweis muss man bei Antragstellung auch vorzeigen. Jetzt gehe ich schon wieder weiter. Bei Personalkosten natürlich Einhaltung der kollektivvertraglichen Rahmenbedingungen, auch ganz klar. Genau, kultureller Eigenschaftstest, auch eine sehr zentrale Fördervoraussetzung. Hier beispielhaft die Punktetabelle für die internationale Schiene. Wir haben hier aufgelistet eine gewisse, das geht immer von selber weiter, spannend. Okay. genau, die Punktetabelle, es gibt quasi eine gewisse, je nach Produktionsseite, eine gewisse Art von Mindestpunkte, die man einfach erfüllen muss. Und ja, Maximum gibt es auch, aber es ist quasi kein Benefit, wenn man jetzt mehr Punkte erreicht als das Minimum. Also da gibt es jetzt, das kommt auch oft die Frage, jetzt nicht mehr Förderung. Also Minimum ist einzuhalten und dann hat man schon die Fördervoraussetzung. Drei Teile gibt es innerhalb dieses kulturellen Eigenschaftstests. Und zum ersten den kulturellen Inhalt, also das ist wirklich inhaltliche Sachen, wie zum Beispiel die Hauptfigur ist aus Österreich oder war aus Österreich oder eines EWR-Staates. Schon wieder? Spannend. Genau, so wie die Handlung oder die Stoffvorlage behandelt einen Künstler oder eine Kunstgattung oder irgendein besonderes Ereignis der Weltgeschichte oder eines vergleichbaren fiktionellen Ereignisses aus der Kulturgeschichte. Der zweite Inhalt bezieht sich auf die Filmschaffenden. Hier kann man Punkte sammeln, wenn Filmschaffende aus Österreich kommen oder aus einem EWR-Staat oder einem Mitgliedstaat des Europarates. Da gibt es zum einen Punkte aus dem Bereich Head of Department, also Produktion, Regie, Drehbuch und so weiter, aber auch natürlich aus dem Schauspiel selbst oder aus dem Film, also aus den Inhalten selber. Genauso gibt es auch Punkte für weibliche Filmschaffende, also auch da ein Punkt pro Funktion aus diesen Schlüsselfunktionen, Drehbuch, Regie, Kamera und Produktion. Dann der letzte Teil vom kulturellen Eigenschaftstest, die Herstellung. Hier kriegt man Punkte gestaffelt nach den Drehtagen in Österreich. Also je nachdem, wie viele Drehtage man hier dreht, bekommt man eben mehr oder weniger Punkte. Genauso bei den digitalen Drehtagen, da wird die Staffelung anhand der Kosten vorgenommen. Ähnlich verhält sich es dann bei der Postproduktion, zu der man dann am Nachmittag in einem eigenen Panel noch mehr hören. Genau, förderbare Kosten, was fördern wir innerhalb von FISA Plus? Natürlich projektbezogene Aufwendungen, die innerhalb Österreichs stattfinden, also klar, ganz klar Herstellungskosten, die in Österreich anfallen. Das sind zum einen die personengebundenen Leistungen, das heißt unbeschränkte oder beschränkte Steuerpflicht in Österreich, ganz klar bei Personalkosten. Und bei den unternehmensgebundenen Leistungen ist es wichtig, dass Geschäftssitz oder Betriebsstätte in Österreich zu sein hat, genauso wie die Leistungen natürlich auch in Österreich, also die Rechnung natürlich in Österreich gelegt werden muss, auch ganz klar. Also hergestellt, gekauft, geleast, gemietet, aber Rechnungslegung auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall in Österreich passieren.
So genau, Mindesthöhe an Förderbahnkosten, also es gibt eine sogenannte Entry Barrier natürlich auch. Für Spielfilme oder fiktionalen Serien sind das 150.000 Euro an Förderbahnkosten, also sprich die Herstellkosten, die in Österreich auch wirklich stattfinden. Für Dokumentarfilm oder Virtual Reality sind das 80.000 und für Produktionsteile sind das 25.000 Euro. Also das ist eine relativ niedrige Eintrittsbarriere, wenn man so will. Ja, nicht förderbare Kosten, muss ich auch natürlich darauf eingehen. Alle Kosten, die vor der Antragstellung passieren, sprich vor den Dreharbeiten. Da gibt es eine Ausnahme in der Richtlinie für sogenannte Vorarbeiten. Das heißt, für Location Scouting oder Casting ist die Möglichkeit da, diese Kosten auch anerkennen zu lassen. Was jedenfalls nicht geht, oder das ist halt auch oft die Frage, Drehbuchkosten. Für gewöhnlich fallen die auch vor Drehbeginn an und vor Antragstellung somit und sind dann im Rahmen von FISA Plus nicht förderbar. Genau, nicht eindeutig zuordnbare Kosten oder branchenunübliche Kosten sind natürlich auch nicht Teil der Förderung. Ja, das Spannende natürlich Art, Umfang und Höhe der Förderung. Grundsätzlich bezuschussen wir in FISA Plus, also es ist ein nicht rückzahlbarer Zuschuss, 30% der in Österreich angefallenen Herstellungskosten. Und genau, die Bemessungsgrundlage ist hier immer, sind die förderbaren Kosten oder die Obergrenze maximal 80% der Gesamtherstellungskosten. Hinzu kann man natürlich auch, und das ist bei Antragstellung auch schon anzugeben, den sogenannten grünen Bonus beantragen. Das sind nochmal 5% extra auf die Förderung, sowie einen Pauschalbetrag von 25.000 Euro im Rahmen vom Gender Gap Financing. Maximale Zuschusshöhe gibt es auch, also maximal 5 Millionen Euro für Filme sowie 7,5 Millionen für Serienformate. Vielleicht wichtig auch im Rahmen vom grünen Bonus. Genau. Es gibt zwei Arten, diesen grünen Bonus einzuhalten. Das ist zum einen, man schafft das österreichische Umweltzeichen oder man leistet das oder man erfüllt den Kriterienkatalog in Anlehnung an das ÖFI und schafft es so, sich diese 5% zusätzliche Fördersumme abzuholen. Auch interessant Kosten, die innerhalb von diesem Green Filming stattfinden, also für einen Green Film Consultant zum Beispiel, können auch hier gefördert werden. Wichtig ist vielleicht nur auch in dem Rahmen zu erwähnen, dass man sich quasi mit der Antragstellung schon committet. Also ich beantrage die 5% grünen Bonus. Am Ende muss ich natürlich diese Kriterien erfüllen, sonst bekomme ich die nicht. Also das ist auch wichtig im Rahmen einer Finanzierung mit zu bedenken. Genau, das Gender Gap Financing, der Pauschalbetrag von 25.000 Euro. Hier gibt es auch ähnlich wie beim kulturellen Eigenschaftstest einen bestimmten Zielwert zu erreichen, bestimmte Punkteanzahl, die sich danach richtet, wie viele weibliche Filmschaffende ich in bestimmten Head of Departments meiner Produktion habe. Genau. Dann genau, besondere Förderungsvoraussetzungen für die internationale Schiene. Gleich ist es auf jeden Fall mit der österreichischen, der Firmensitz bzw. die Betriebsstätte in Österreich. Der Förderwerber muss im ausreichenden Maße qualifiziert sein, also das haben wir vorhin auch schon gehört im Rahmen vom ÖFI. Und es ist innerhalb der letzten 10 Jahre ein vergleichbares Projekt nachzuweisen. Auch die Fachkräfte müssen sich natürlich analog zur Projektgröße richten. Also die müssen auch vorhanden sein. Die Produktionsteile überspringe ich, weil da gibt es nach der Pause noch ein eigenes Format dazu. Die projektbezogenen Fördervoraussetzungen, genau. Internationales darf eben die Bescheinigung als österreichischer Film oder Serie nicht erfüllen, sonst wäre man wieder in dieser österreichischen Schiene. Also das darf man nicht für internationale. Bestimmt für kommerzielle Auswertung, haben wir auch schon gehört, keine Privatproduktionen. Kumulierung mit anderen Förderungen ist möglich, mit anderen Gebietskörperschaften, Förderung von anderen Gebietskörperschaften,
andere Bundesförderungen sind nicht möglich, mit einer Ausnahme, dem Exzellenzbonus vom RTR. Also, genau. Die österreichische Schiene, Betriebsstätte, wieder haben wir Firmensitz oder Betriebsstätte in Österreich, Herstellung auf eigenen Namen, eigene Rechnung, wie eingangs erwähnt. Auch hier die Qualifikation ist nachzuweisen mit ausreichenden Fachkräften und ähnlichen Projekten innerhalb der letzten 10 Jahre. Genau, da bin ich schon drauf angegangen, Kumulierung von anderen Förderungen. Der Exzellenzbonus ist wirklich die einzige Ausnahme, die kombinierbar ist mit einer anderen Bundesförderung. Da gilt es natürlich, beide Richtlinien einzuhalten, also sowohl die Richtlinien vom RTR als auch die FISA-Plus-Richtlinien, um diese Kombination zu bewerkstelligen. Bei den österreichischen Produktionen ist auch ein Eigenanteil gefordert. Eigenleistung und Lizenzrechte zählen da aber auch dazu. Und genau, die Mindestgesamtherstellungskosten, 1,8 Millionen haben wir hier für Spielfilm und Dokumentarfilm. Da ist eben auch die Grenze zum RTR, das werden wir auch noch später hören. Und 600.000 Euro für Serien bzw. Serienfolgen. Hier steht es eh mit einer Fußnote. Je nach Spiellänge der Serie oder dieser Episode kann man 2 Serienfolgen zusammenzählen oder 4 Serienfolgen zusammenzählen. Also unter 45 Minuten 2 zusammenzählen, unter 20 Minuten kann man hier die Kosten von 4 Serienepisoden zusammenzählen. Genau, Richtlinien des RTR sind einzuhalten, wenn man sich diesen Exzellenzbonus holt und hier die Fördervoraussetzung einhaltet. Wichtig ist auch die Mindestbeteiligung vom Mediendiensteanbieters in Höhe von 30%. Rechte sind auch wichtig. Es gibt zeitlich befristete Rechte auf maximal 7 Jahre für Filme sowie 10 Jahre für mehrteilige Serienproduktionen. Lizenzanteil von mindestens 50% muss gegeben sein, sowie eine angemessene Erlösbeteiligung. So. Koproduktionen sind auch möglich. Hier führt oft zu Verwirrung oder da haben wir oft Rückfragen. Mediendiensteanbieter sind nicht als Co-Produzenten zu verstehen. Eine ledigliche finanzielle Beteiligung ist hier auch nicht vorgesehen im Rahmen der Co-Produktion, also keine reine Co-Finanzierung. Das muss in einem angemessenen Verhältnis künstlerisch und technisch erfolgen, damit es sich als Co-Produktion qualifiziert. Und es gibt auch eine Mindestbeteiligung von 20% in den Gesamtherstellkosten für den minoritär quasi Co-Produzenten. Wichtig ist natürlich, dass man sich einigt, wenn das innerösterreichisch passiert, auf einen Förderwerber. Ja, zu der Förderabwicklung. Laufende Einreichung ist möglich, das haben wir schon gehört, genau. Wichtig ist jedenfalls, den Antrag zu stellen vor Beginn der Arbeiten, also vor Beginn der Dreharbeiten. Und vorzuweisen sind jedenfalls bei internationalen Produktionen zur Antragstellung das Service Production Agreement, was für uns quasi die Sicherstellung der Finanzierung auch bedeutet. Und bei österreichischen Produktionen muss jedenfalls bei Antragstellung mindestens 55% der Gesamtfinanzierung nachgewiesen sein. Wir warten dann 6 Monate, halten wir den Antrag in Evidenz, bis dann quasi die komplette Finanzierung gesichert ist, bevor wir eine Förderzusage erstellen. Im Normalfall entscheiden wir innerhalb von 30 Tagen über vollständige Anträge. Also wenn man da die Unterlagen, also die Nachweise hat, dann sollte das innerhalb eines Monats für gewöhnlich auch passieren. Wichtig ist vielleicht auch genau online über den Fördermanager, das ist unsere Online-Einreichplattform, wo wir die Anträge entgegennehmen. Und die Zeitpunkte der Auszahlung auch noch sehr wesentlich. Bei den internationalen Produktionen gibt es 2 Auszahlungstermine. Das ist zum einen 30% bei Drehbeginn und 70% bei Abschluss der Produktion. Bei österreichischen Produktionen haben wir 4 Auszahlungstermine. Das ist zum einen passiert das 30% bei Vertragsausstellung, 30% bei Drehbeginn und dann 20% nochmal zur Drehmitte
und die letzten 20% bei Abschluss der Produktion. Genau, damit bedanke ich mich ganz herzlich und übergebe an meine Kollegin Nina Kairis. Hallo, okay, es funktioniert. Ich begrüße jetzt im Namen der Österreichischen Filmkommission. Ich halte mich auch eher kurz, damit da noch Zeit für Fragen ist. Also wir heißen Film in Austria, früher war es Location Austria, das ist vielleicht noch mehr ein Begriff. Das ist die falsche Taste. Genau, die Silvia hat schon erwähnt, wir sind die erste zentrale Anlaufstelle, wenn es um Dreharbeiten in Österreich geht, können über Förderungen im Allgemeinen informieren, aber jetzt natürlich insbesondere über FISA Plus. Wir versuchen den Filmstandort Österreich so gut wie möglich im Ausland zu bewerben. Wir begleiten auch während der Dreharbeiten bei Verhandlungen und beim Netzwerken. Wir versuchen, ich komme da gleich noch dazu, auch irgendwie Kontakte herzustellen zu möglichen Produktionsfirmen oder Produktionsdienstleistungsunternehmen in Österreich. Und wenn es um Projekte in verschiedenen Regionen geht, koordinieren wir mit den regionalen Filmcommissions, so wie zum Beispiel mit der Cine Tirol, genauso wie es auch jetzt bei Festivalauftritten ist, wo wir gemeinsam auftreten. Genau, was wir jetzt planen mit dem Fachverband gemeinsam, ist eine Plattform, wo sich Produktionsunternehmen und Produktionsdienstleistungsunternehmen registrieren können. Also da wird auch noch eine Ausschreibung vom Fachverband kommen, wer da interessiert ist. Da können sich die eintragen, die vor allem für Serviceproduktionen zur Verfügung stehen oder eben als Produktionsdienstleistungsunternehmen zur Verfügung stehen. Es wird ein Profil angelegt mit Kontaktdaten, mit Credits und wahrscheinlich auch mit Trailer. Da sind wir gerade in verschiedenen Meetings zur technischen Umsetzung und hoffen, dass wir im Frühling dann was präsentieren können. Wir haben jetzt für FISA Plus eine neue Website, also www.fisaplus.com, wo alle Richtlinien, also alle Richtlinien, unsere Richtlinien drauf sind, das Gesetz, wo auch die wichtigsten Fragen schon im Detail zusammengefasst sind, wo wir dann auch in Folge einen, also den Kulturtest zum Durchchecken, zum Vorabchecken online stellen werden. Also das ist die aktuellste FISA-Seite. Wir stellen gerade neue Roll-ups, Flyer, Infomaterial wie Broschüren und sind jetzt dann, also das erste Festival, wo wir groß vertreten sind, ist jetzt die Berlinale, wo wir gemeinsam als Film in Austria mit den regionalen Filmcommissions und der Austrian Film Commissions and Funds einen, wir nennen es Austrian Film Hub, haben werden. Also einen, es ist ein Trailer direkt vor dem Martin-Gropius-Bau. Da sind wir von 17. bis 23.02. vertreten und sind einfach dort vor Ort, um über Österreich als Filmstandort zu informieren. Also kann man jederzeit vorbeikommen. Wir werden FISA Plus auch noch in einer Session am 19.02. auf dem Co-Produktionsmarkt präsentieren und dann auch noch beim Line Producer Brunch und diversen anderen Veranstaltungen präsent sein und einfach FISA Plus, präsentieren und weitere Festivals planen wir gerade unter anderem Cannes und schauen uns natürlich jetzt auch andere Serienfestivals an, wo wir dann in Zukunft vertreten sein werden. Also ich halte mich, wie gesagt, sehr kurz und wenn es Fragen gibt, dann einfach bei uns melden. Dankeschön. Ja, Silvia, Nicole, Nina, vielen Dank für Ihre Präsentationen und die Fragerunde ist eröffnet. Ich würde vorschlagen, wir machen im ersten Block die Fragen zum Thema FISA Plus Film. Wir haben ja dann nach der Pause den Block FISA Postproduktion Tonmusik. Bitte, gibt es Fragen an die Vortragenden? Bitte. Ja, hallo. Ja. Konkrete Frage vielleicht. Angenommen, man entwickelt eine Serie, österreichischer Originalstoff, geht zum Streamer und möchte aber in Development
gehe eigentlich noch, was die Streamer teilweise auch noch machen, wäre man bei FISA Plus nicht so quasi unterstützungsberechtigt, habe ich das jetzt so richtig verstanden, oder? Also angenommen, du hast einen Co-Produzenten aus Deutschland oder Ähnlichem, du gehst zum Streamer, holst dir da, keine Ahnung, 200.000 Euro für Development da, für, keine Ahnung, Scripted-Serie mit 10 Episoden und hättest du jetzt, keine Ahnung, 200.000 Euro, die der Streamer da gerne einstecken würde, könnte sie aber in Österreich kein Geld dafür anholen, dass er jetzt wirklich diesen österreichischen Stoff auf österreichische Autoren in einem Writers Room umsetzen lässt. Vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert, aber leid. Ich versuch's mal. Also, also die Fördervoraussetzungen müssen zwingend gegeben sein. Also das heißt, die Punkte von diesem kulturellen Eigenschaftstest muss das Projekt jedenfalls erfüllen. Ja, also das ist, wenn man da die Punkte nicht zusammenbekommt, dann ist man da leider, also kann man im Rahmen von FISA Plus nicht berücksichtigt werden. Oder? Genau, ich habe eigentlich eher gemeint, wie ihr gemeint habt, dass Pre-Production-Leistungen nicht förderbar sind, oder? Und die Bücher beziehungsweise Stoffentwicklung da reinfallen würde? Nee, aber wenn Sie da drehen, also wenn Sie die Stoffentwicklungsrechte, also wenn ein österreichischer Produzent oder Drehbuchentwickler oder was auch immer Produktionsfirma ein Drehbuch entwickelt und im Rahmen eines Produktionsvertrags sozusagen diese Rechte als überträgt an den Streamer und dafür aber sozusagen hier produziert, also derselbe Produzent, der sozusagen das Drehbuch entwickelt hat, das im Rahmen eines Produktionsvertrags die Rechte überträgt, dann ist er natürlich, und da gedreht wird, ja, dann ja. Also das reine Drehbuchentwicklung nicht, ja, aber wenn dann hier produziert wird, ja. Also es ist keine Drehbuchentwicklung, ja. Aber genau. Es ist dann die Frage, und dann ist die Frage, dann gibt es das Antragsstichtagsprinzip, dann ist es schwer, die Drehbuchkosten da weil das Drehbuch, wenn das Geld schon vorher geflossen ist. Also wir müssen genau anschauen, wann der Stichtag ist für den Antrag der Förderung. Ja, das ist genau dieser Punkt, den wir bald beifenrechtlich haben. Ja. Mir ist jetzt da wirklich konkret nur darum gegangen, dass man jetzt sagt, okay, irgendwie man braucht, damit man was herstellen kann, gute Stoffe, irgendwie nimmt man jetzt nur im ersten, ohne jetzt genau darüber nachgedacht zu haben, nimmt man aber konkret irgendwie die Stoffentwicklung / Drehbuchentwicklung auch für große Projekte, die dann verhältnismäßig natürlich viel mehr zurückbringen, wenn man halt auch beim Streamer sagen kann, hey, come over to Austria and take our writers, weil es halt günstiger ist im Vergleich zu anderen. Deswegen hat es mich noch interessiert, weil das ja irgendwie so relevant sein hätte können irgendwie für mich. Ja. Aber es ist ein bisschen komplex. Es ist ein bisschen ein komplexes Problem, gerade beihilfenrechtlich. Was ist Vorkosten, ja, beim Beihilfenrecht? Also Treatment könnten wir schon eventuell als Vorkosten anrechnen, aber da müssen wir schauen, wann das Treatment passiert ist. Unsere Beihilfenrechtsexpertin, das haben wir mal lang diskutiert, hat immer gesagt, wenn du das Drehbuch nachher kaufst, also es ist wie beim Hausbauen, ja, du machst eine Machbarkeitsstudie, Feasibility-Studie, was weiß ich, Location Scouting, das sind die Vorarbeiten, ja, wäre das Projekt noch stoppbar, und dann stelle ich den Antrag und dann denke ich mir, ich baue das Haus und dann brauche ich die Rohstoffe, und wenn du das umlegst auf Drehbuch, ja, ist der Rohstoff das Drehbuch. Wenn das Drehbuch nach der Antragstellung für die Förderung gekauft wird, dann wäre es drin. Also das ist wirklich ein sehr spezieller Fall, wo man ganz genau schauen muss im Detail. Also, es ist grundsätzlich ja, so beantwortet. Ja, wie gesagt, es ist ja nur oft so, dass man einmal was entwickeln muss, mit dem man dann, wenn wir bei der Metapher vom Hausbau bleiben, als Architekt man zuerst einmal schaut, mit wem baut man das Haus und wem verkauft man das Haus dann im Endeffekt. Deswegen ja, ist halt oft so die Frage, wer jetzt Entwicklung auch mit einem Partner schon, der von extern kommt und das vielleicht auch bezahlt, förderbar oder nicht, das war so muss man machen. Also schauen wir uns gerne im Detail an, aber es ist eben genau diese Frage, wie genau ist das schon ausgearbeitet? Das war ja auch in den politischen Verhandlungen ein Knackpunkt, weil das ja mit dem EU-Beihilfenrecht zusammenhängt. Das ist ein Filmanreizmodell, wo es einen sozusagen einen Incentive gibt, damit der Film produziert wird. Und bei FISA Plus ist das halt so gelöst worden, wie es die Frau Silvia Warner gesagt hat. Ja. Also ich glaube, so eine reine Drehbuchentwicklung ist nicht förderbar von FISA Plus. Da hat das ÖFE, kommt auch aus einem anderen Bereich, nämlich der Kulturförderung, einfach auch beihilfenrechtlich einen anderen Förderansatz. Gibt es weitere Fragen? FISA Plus? Bitte sehr.
Mitbeteiligung der Mediendienste an wie im Kopf nicht ganz aufgepasst. Auf der einen Seite steht ja, was wir uns jetzt unabhängig kommunizieren wird, bevor wir den Mediendienste anbieten, zum anderen, das ist tatsächlich. Dienstleister muss 30% der Fördersumme, ich glaube, es geht ganz gut, muss 30% der Fördersumme, also wenn die sich nur zu 10% steigen wollen würden, würden wir dadurch nicht mehr in dieser Fluss einpassen. Oder wie ist das zu verstehen? Ja, genau, also die Unabhängigkeit, das ist die ja. Soll nicht unabhängig sein, aber auf der anderen Seite müssen wir, was der Depot des, der Herstellungskosten übernehmen, dass wir förderbar sind, jetzt klären es mir auch. Ja, so zum Hintergrund. Das eine sind die Unabhängigkeit, das eine ist die Beteiligung, ja, also das ist das eine, ja, als Firmenbeteiligung und das andere ist sozusagen die finanzielle Beteiligung und im technischen Umsetzungsbereich sozusagen, das sind zwei Paar Schuhe. Das ist dann nicht abhängig davon, werden die Verwertungsrechte und wie sie haben, oder? Also, ich meine, angenommen, ich würde jetzt für Netflix 100% Exklusivtitel produzieren, die das exklusiv haben wollen, völlig selbstverständlich, dass die mindestens 30% der Herstellungskosten gefälligst übernehmen sollen, dass der Staat Österreich sich beteiligt. Verstehe, aber wenn man jetzt eine unabhängige Produktion ist, die selbst produziert, die da einen Produktionszuschuss von einem Streaming-Dienstleister oder einer Gaming-Plattform zum Beispiel bekommen würde, Ich glaube, das sind die zwei Schienen. Also das eine, wenn Netflix kommt und sagt, ich beauftrage den Produzenten XY in Österreich, für mich diese Dienstleistung, Serviceproduktion durchzuführen, dann sind logisch 100%, also dann beauftragt der, ja, dann ist es eine andere Konstellation. Und das andere ist de facto wie bei einer Co-Produktion im Endeffekt. Ja. Ich glaube, so kann man es vielleicht am einfachsten erklären. Es ist immer die Frage, wie viel ist wer anderer beteiligt, sozusagen. Es ist würde schon möglich sein, dass man so jemand quasi mit hineinnimmt in die Finanzierung eines Projektes und das auch trotzdem noch nicht in den Fluss reinfällt, ohne dass die diese formalen 30% erreichen. Darf ich da was ergänzen, weil ein ähnliches Regime vom Fernsehfonds ist, oder das ist ja vom Fernsehfonds übernommen worden. Wenn Netflix die Netflix Austria GmbH gründet und in Österreich einen Film produziert, und wenn diese Netflix Austria Film GmbH 100% Eigentum von Netflix ist, ist das nicht förderbar, weil eben das nicht eine unabhängige Filmproduktion ist. Das ist die eine Schiene. Da gibt es prozentuelle Grenzen, bei denen ein audiovisueller Mediendienst oder ein TV-Sender beteiligt sein darf an den Eigentumsverhältnissen einer Filmproduktion. Das ist die eine Schiene. Und die zweite Schiene ist, das kommt aus dem Fernsehfonds. Wir wollen ja mit dem Filmanreizmodell die Filmproduktionen unterstützen und nicht die Fernsehsender und die Streamer. Das bedeutet, dass der Mindestanteil eines TV-Senders oder eines audiovisuellen Mediendienstes wie Netflix, Amazon Prime, Disney etc. 30% sein muss, damit es förderbar ist. Und wie zum Beispiel ein Vergleich, zum Beispiel der Tatort ist eine ORF-Auftragsproduktion, der 100% vom ORF gefördert wird und ein Tatort ist nicht förderbar nach dem Fernsehfonds. Es gilt sozusagen eine österreichische Eigenproduktion wird gefördert, wo der Filmproduzent, die Filmproduzentin mit einer Idee, mit einem Projekt auf den audiovisuellen Mediendienst, auf den TV-Sender zukommt und das dann gemeinsam meistens mit regionalen Förderpartnern aus den Bundesländern umgesetzt wird. Okay, kurze Nachfrage. Also ich bin unabhängiger Produzent und produziere nicht für Netflix, ganz im Gegenteil, aber wir sind ein Virtual Reality-Unternehmen und als solches fallen wir immer ganz gern so ein bisschen durch die Raster durch. Wir haben Content, den wir gerne produzieren würden, suchen nach passenden Fördergebern, aber das Ganze steht natürlich auf eigenen Beinen. Das heißt, wir haben keinen Fernsehsender, wir haben auch keinen Streaming Dienstleister oder Mediendienstleister, der da dahinter steht, ist das dann für uns eigentlich nicht die passende Förderung und wir sollten wieder zurück zum BMKÖS gehen. Aber wenn wir BMKÖS da Geld kriegen, braucht man zu ihnen wieder nicht gehen, oder? Ja, mit BMKÖS sind wir nicht, also FISA Plus ist mit BMKÖS nicht kombinierbar, nein. Nein. Okay, danke. Weitere Fragen zu FISA Plus? Schau in die Runde. Ja, wenn das nicht der Fall ist, würde ich sagen, wir gehen in die Kaffeepause und wir werden um 16.15 Uhr mit dem zweiten Block FISA Plus Postproduktion Tonmusik VFX fortsetzen. Dann bis später. Applaus
Bernhard schließt die Tür. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Am Podium Georg Domandl, Silvia Warner und Nicole Gustin. Es geht um FISA Plus und die Auswirkungen auf die Postproduktion, auf Animation, VFX, Bild und Ton. Und ja, die Präsentation ist eröffnet und wünsche gutes Gelingen. Danke, Markus. Zweiter Teil, wir haben es schon im ersten Teil angeschnitten, ganz, ganz neu ist das Thema Postproduktion bei FISA Plus. Es war, wie ich 2019 angetreten bin, war einer meiner ersten Wege in die Synchro-Stage auf Einladung von Heinz Zegel, der mir dann gleich mitgegeben hat, wenn Sie da jetzt antreten, sage ich Ihnen eins, die Postproduktion und die Dienstleister im Bereich Film sind viel zu wenig berücksichtigt und tun Sie was dafür. Also es hat ein paar Jahre gedauert, aber wir haben es geschafft, dass auch dieser ganz, ganz wichtige Bereich mit in der Förderung mit berücksichtigt wurde, weil es schließlich darum geht, es ist ein Anreizmodell und wir wollen ja möglichst viel Wertschöpfung nach Österreich holen und in Österreich generieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass wir bei FISA Plus jetzt auch die Produktionsdienstleister und jetzt nicht nur Postproduktion, das sage ich bewusst, es geht ja nicht nur um alles, was danach kommt, sondern es gibt einfach bestimmte Teile einer Produktion, die jetzt auch gefördert werden können. Und das war uns auch ein ganz großes Anliegen. Worum geht es ganz kurz, das, bevor ich kurz übergebe? Es ist einfach ganz einfach, ab 25.000 Euro Mindestausgabe kann man in Österreich dann als Dienstleister mit Sitz in Österreich den Antrag stellen. Und für die Details übergebe ich an die Nicole. Vielen lieben Dank. Ich darf starten zur Förderabwicklung, ganz generell zu den Förderkriterien. Wir haben es vor der Pause schon gehört, also die zwei Schienen von FISA Plus. Bei den Produktionsteilen befinden wir uns auf der internationalen Schiene. Das heißt, in dieser Förderschiene können wir eben auch nur Produktionsteile fördern. Genau, die Fördervoraussetzungen bleiben gleich. Das heißt, wir haben auch hier natürlich die Einhaltung der Gesetze, der Förderungsrichtlinie, die Unabhängigkeit von Mediendiensteanbietern und den kulturellen Eigenschaftstest auch hier einzuhalten. Genau, beim kulturellen Eigenschaftstest ist die Besonderheit natürlich, bei den Produktionsteilen ist die Punkteanzahl dementsprechend niedriger angesetzt. Das heißt, hier gilt es, zumindest 25 Punkte aus diesen drei Teilen zu erfüllen. Und auch schon erwähnt, genau, Mindesthöhe an förderbaren Kosten, die in Österreich ausgegeben werden, sind 25.000 Euro. Darf ich so eine Frage mal stellen zu den 25.000 Euro? Weil ich weiß nicht, wie viele von euch sind Dienstleister, Service Provider hier? Hat jemand einen? Okay, ja, mal alle zeigen. Wer liefert Produktionsteile? Okay. Einige, ja, weil wie ist 25.000 Euro? Ist das ein Auftragsvolumen, das man erreicht? Eher selten, okay. Weil wir haben uns diese Frage gestellt natürlich und weil wir uns diese Frage gestellt haben, kam dann die Idee auf und das wurde kurz vorher angesprochen, es gibt ja die Möglichkeit auch des Poolings, das ist, wie gesagt, das haben wir schon im ersten Blog einmal kurz besprochen und jetzt ist die Frage, wie man dieses Pooling verstehen soll, ja, und das soll man zwar so verstehen, dass es zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache eine Synchronfassung von einem Film oder ich mache Tonschnitt und Sounddesign für einen Film oder nur Musik und ich komme aber vielleicht nur 15.000 Euro, ja, oder 20.000 Euro, was mache ich dann? Dann habe ich eigentlich nicht die Möglichkeit teilzunehmen an dem Programm und deshalb gibt es die Möglichkeit, sich mit anderen zusammenzutun, also mit anderen Unternehmerinnen, die einen anderen Teil desselben Films anbieten können. Also das ist zu verstehen unter Pooling. Ich habe ehrlich gesagt, wie das Pooling, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, in unseren langen Austauschen, habe ich gedacht, naja, ich bin ja auch Obmann des österreichischen Musikfonds, das ist sehr pragmatisch, die Musik ist immer ein bisschen pragmatischer. Da tut man halt Sachen zusammenpoolen, damit es für die Förderstelle einfacher ist abzurechnen, damit es ein größeres Volumen hat. Na, das ist nicht so. Das muss natürlich in einem Film sein, weil da geht es um eine Ausnahme auf EU-Ebene, da geht es um europäische Filme. Und dann müsste man sich jetzt eigentlich, und das mache ich gerade in meinem Tonstudio, ich überlege mir gerade, wer könnte ein Partner sein,
also im Bereich Filmschnitt zum Beispiel, Sounddesigner oder Filmmusik, ja, wie viel Geld kann man als jemand, der zum Beispiel, wenn ich einen Filmscore mache, ja, okay, ich kriege vielleicht 10.000 Euro oder 15.000 Euro und wie viel? 25. Kriege ich 25 das? Wenn es ein Film ist, also ein Spielfilm. Fernsehen, sind wir eher bei 20. Na gut, dann sind wir bei FISA, ja, beim Fernsehen. Ja. Und dann sind wir bei 20 und dann fehlt uns was. Ja. Und dann ist genau die Frage, und deshalb, ich habe jetzt hier die Damen auch gebeten, weil ich aus der Praxis komme, dass wir uns das einmal genauer anschauen, kommen wir da eigentlich rein als Unternehmen? Kommen wir da vor? Ja. Und habe ich 20.000, habe ich ein Pech gehabt. Das heißt, da muss ich mir eigentlich, ich kenne auch welche mit 10.000 übrigens, und leider. Und wie komme ich dann auf die 25? Und das kann ich machen, indem ich Partner suche, die in anderen Abteilungen in dieser Filmproduktion tätig sind. Damit stehe ich natürlich in einer gewissen Konkurrenz auch, muss man sagen, zu Filmproduktionen, die hier, ich glaube, als Co-Produzenten oder Service-Produzenten tätig sind. Also ich habe schon gehört, naja, dann verliere ich ja meine Punkte als Co-Produzent. Ja, das habe ich auch schon gehört. Aber ich finde es eben wichtig, dass die Postproduktion sich entwickeln kann, sich selber ihr eigenes Geschäftsmodell entwickeln kann, weil wir ja auch letztendlich die Arbeitsplätze bereitstellen müssen. Also wenn wir immer nur warten, bis wir einen Job kriegen und dann verschiebt sich ein Picture-Log um einen Monat, was machen wir dann den ganzen Monat? Ja? Das heißt, wir müssen die Möglichkeit haben, selber zu expandieren, im Ausland mit Jobs hereinzuholen und das ist sozusagen auch ein Beitrag, dass wir dann letztendlich die Arbeitskräfte auch haben für die großen Filme, die halt aus Österreich heraus entstehen. Gut, das heißt, das Pooling ist dann möglich, indem man eine andere Firma hinzuzieht und zusammen dann diese kritische Grenze von 25.000 Euro erreicht. Innerhalb einer Firma ist es nicht notwendig, weil da kann man unterschiedliche Blöcke, natürlich Produktionsblöcke, zusammenfassen. Ja, das wollte ich nur mal so einwerfen, weil ich das Gefühl gehabt habe, auch in dem ganzen Entstehungsprozess, dass das halt viele Fragen waren, die in der Politik zum Beispiel nicht richtig angekommen sind, weil in der Politik sagen dann alle so, naja, 25.000, was ist das? Ja, aber in der Realität ist für ein Postproduktionsunternehmen 25.000 Euro eine wirkliche Summe. Und zum Beispiel, wenn ich Orchestermusik, der viel zitierte Heinz Zegel mit seiner Synchronstage, der nimmt am Tag mit Orchester vielleicht um 10.000, 15.000 Euro auf, aber das jeden Tag oder fast jeden Tag. Und wie rechne ich dann diese 25.000 ab? Deshalb haben wir uns darüber Gedanken gemacht, vielleicht zu sagen, das sind vielleicht Staffeln, also es sind Staffeln einer Serie oder wie sagt man? Ja, also Folgen einer Serie. Folgen einer Serie. Ja. Zum Beispiel, oder man versucht jetzt auch ein bisschen kreativ zu werden. Wichtig ist, dass es immer einen Förderwerber gibt. Das heißt, einer stellt den Antrag, nicht drei Unternehmen landen bei uns. Es muss halt einer stellen. Wie man das dann intern abrechnet, ist jetzt uns als Förderinstitution nicht so wichtig. Es geht darum, dass man sich dann überlegt, okay, so wie du gesagt hast, mit wem schließe ich mich zusammen? Neue Geschäftsmodelle durchaus entstehen lassen, auch das ist durchaus möglich. Sagen, vielleicht findet sich einer, der sich denkt, ich mache mich jetzt selbstständig, indem ich alle vernetze und jetzt alles sozusagen wie ein Berater für die zusammenführe. Also auch das ist möglich, das sind wir sehr, sehr offen. Wichtig ist einfach, dass es auf das ein und dasselbe Projekt geht, also ein und dasselbe Film. Das ist einfach eine beihilfenrechtliche Erfordernis, die wir haben und deswegen müssen wir auf dieses Projekt abstellen und nicht auf das Unternehmen, das 5 verschiedene Filme vertont oder den Schnitt dafür macht oder sonst irgendetwas. Aber vielleicht wollen wir gleich die Frage dazu nehmen, oder? Wenn jetzt ein Serviceproduzent das beantragen würde und der in Österreich, ich sag mal, dir deine 15.000 Euro gibt und der VFX in Wien 10.000 gibt und nochmal, das würde aber gehen, oder? Naja, wenn der Serviceproduzent die Dreharbeiten hier auch abwickelt, ist das ja alles drin. Ja, also es geht praktisch, also wenn hier ein Dreh stattfindet für diesen Film, ist das eine ganz normale Serviceproduktion, wo halt alles mit eingerechnet wird, aber das ist dann... Aber wenn der Dreh nicht hier stattfindet, aber die Postproduktion hier stattfindet. Genau. Könnte das in der Theorie auch ein Serviceproduzent natürlich. Der als Pooling sozusagen... Ja,
Na klar. Das passiert auch in anderen Ländern so, was ich gehört habe. So sind wir auch auf die Idee gekommen. Ja. Und das ist der eine Punkt. Und dann, das war jetzt sozusagen als Einleitung dann für diesen Kulturtest, wo ich dann wieder dir gerne das Wort übergeben würde. Man musste, und das haben wir in den letzten Wochen, bevor die Richtlinien fertig waren, nochmal genauer angeschaut im Postproduktionsbereich, was passiert da alles eigentlich? Weil unter der Perspektive der Filmproduzentinnen stand dann am Ende Musik. Ja, aber Musik ist mehr als nur Musik. Musik ist zum Beispiel bei einer Orchesteraufnahme, das haben wir hier, Aufnahmeleitung, Kopist, Dirigent, Sound Editor, Door Operator, Tonmeister, Music Mixer. Und das sind alles, wie auch hier, wie es angeführt ist, hier unter Punkt Teil B, Filmschaffende, wer sich das schon ausgedruckt hat, die einfach alle teilhaben und auch wichtig sind für die Bewertung, damit man überhaupt zugelassen wird, dass man ansuchen kann. Und das ist jetzt sozusagen, war auch eine Arbeit, dass wir auch die Branchenteilnehmer in der Postproduktion besser und genauer erfassen, weil die haben sich bis jetzt nicht zu Wort gemeldet, wie der Heinz Zegel gesagt hat, weil die waren bis jetzt nur Dienstleister, die wurden halt dann in einer pauschalen Summe irgendwie angeboten und abgerechnet und jetzt sind die Dienstleister plötzlich Antragsteller, ja. Und insofern unter dem Aspekt würde ich jetzt mal bitten, vielleicht, dass wir uns mal, haben wir das als Folie da oder haben wir es nicht als Folie? Das habe ich leider nicht als Folie da, also das ja, auch. Ich mündlich durchmachen. Auch kein Problem. Umreiß das jetzt mal mit Worten ganz kurz. Es geht ja bei diesem kulturellen Eigenschaftstest darum, diese Mindestpunkteanzahl zu erreichen. Das heißt, hier auch spannend natürlich, wie kommt man zu dieser Mindestpunkteanzahl? Jetzt ist es so, dass hier wirklich diese Berufsbezeichnungen noch aufgelistet sind, zu erwähnen, dass es keine taxative, keine abschließende Liste in diesem Kriterienkatalog, so eine beispielhafte Aufzählung. Pro Person gibt es zwei Punkte in dem Bereich, also wie aus dem Bereich Musik, eben Dirigent, Soundeditor und so weiter, zwei Punkte pro Person und pro Funktion sind eben zwei Personen möglich. Also das heißt, man kann beim Color Grading jetzt zum Beispiel in der Bildbearbeitung zwei Personen in dieser Funktion haben und würde somit schon vier Punkte für diesen kulturellen Eigenschaftstest sammeln. Da stellt sich natürlich gleich die Frage aus der Praxis. Ich meine, ein Filmkomponist, eine Filmkomponistin, die sitzt eigentlich im Studio oder zu Hause an einem Arbeitsplatz, komponiert, dann am Ende wird auch noch angelegt und so weiter und so weiter. Also das sind, und mischt dann auch und bedient auch, ist auch Door Operator, ist auch Sound Editor, Kopist, ja, manche arbeiten mit Noten, andere nicht und so weiter, schreiben virtuelle Partituren. Es ist die Frage, wie ist sozusagen diese Aufstellung dieser einzelnen Berufsbilder oder also dieser einzelnen Funktionen zu sehen? Müssen das immer andere Menschen sein? Weil das ist eigentlich für ein Orchester, wenn ich sage, ich mache an einem Tag eine Orchesteraufnahme, dann brauche ich eine Aufnahmeleitung, ich brauche einen Dirigenten, ich brauche gleichzeitig einen Door-Operator, der aufnimmt und einen Tonmeister, der aufnimmt. Also das ist, sonst ist das nicht machbar. Aber in einem Prozess eines Scores, wo Menschen das teilweise alleine machen oder zu zweit, fragt man sich dann, wie komme ich auf die Punkte, wenn das unterschiedliche Menschen sein müssen. Ja? Und das ist jetzt auch etwas, das ist jetzt noch gar nicht so genau ausdiskutiert, aber das ist jetzt quasi, also mein Input wäre es zum Beispiel, dass man, und ich glaube, das findet im Dokumentarfilm auch schon statt, wo eben mehrere Funktionen nacheinander sozusagen, also bewertet werden als Leistungen, die erbracht werden, aber halt nicht von unterschiedlichen Menschen. Und das ist jetzt, obwohl wir einen Vortrag hier machen, ist es trotzdem eine Frage an meine Co-Vortragende. Sorry, die Quälereien enden nicht. Ja. Wie schaut es eigentlich damit aus? Also mein Verständnis wäre eben, dass es unterschiedliche Personen sein müssen. Also das ist Status quo. Ich weiß, das war auch ein Thema auf der CIMIX, in Wien auf der WKO-Messe. Dass das natürlich mitunter für Einzelpersonen schwierig ist, eben dann in diese Förderung zu kommen, aber das ist jetzt Status quo. Ja, schwierig. Weil es gibt wirklich einfach, gerade in der Postproduktion, ich mache das seit 30 Jahren, Leute, die tatsächlich übergreifend, wie genau wie gerade beschrieben, passiert. Mhm. Das ist nicht
Work in progress, würde ich sagen. Also wir schauen uns das auf jeden Fall an. Das ist also nicht nur für die Dienstleister neu, dass sie Förderwerber sind, sondern es ist auch für uns neu. Also wie ich schon gesagt habe, eine neue Zielgruppe mit neuen Anforderungen, die wir versuchen, im Beihilfenrecht auch unterzubringen. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Das ist einfach wirklich dann auch aufgekommen, kurz nachdem das alles da war und dann gesagt, okay, das ist uns jetzt eigentlich irgendwie durch die Lappen gegangen, ist vorher ausgiebig zu diskutieren. Wir schauen es uns auf jeden Fall an. Es ist wirklich, müsste es irgendwie zumindest abgrenzbare Teile sein. Also das muss man irgendwie sozusagen in Arbeitsschritten wahrscheinlich auf jeden Fall auch abgrenzen können, sonst wird es schwierig. Ja. Aber wir schauen, und das ist wirklich Work in Progress. Ja. Berufsbezeichnungen, und wenn die eine Person eben, ich sag mal, 4 oder 5 Jobs macht, dann müsste das ja genauso gelten. Ja, nein, wir müssen uns das wirklich, das ist definitiv etwas, wo ich sage, Work in Progress, genauso wie das Umweltzeichen für die Dienstleistung, ist genau das gleiche Thema. Wir sind einfach bei der Diskussion draufgekommen, es gibt noch ein paar Unschärfen, die wir uns wirklich genau anschauen können, ja. Das wollte ich jetzt eben als Beispiel dafür zeigen, das waren quasi in den Wochen, in den letzten Wochen des Jahres, und ich muss sagen, ich bin in meinem Kurzurlaub in Opatia gesessen, im Hotelzimmer mit Zoom-Meetings mit meinen Kollegen aus der Branche. Ich habe halt die entsprechenden Tonstudios und Bildschnittstudios gebeten, uns dabei zu unterstützen, und haben das versucht zu kanalisieren, um euch nicht über alle Maßen zu strapazieren. Aber genau diese Fragen haben sich gestellt, und ich bin ehrlich gesagt sehr dankbar, dass diese Kooperation so ist, dass wir über diese Dinge immer reden können. Und das ist eigentlich nicht selbstverständlich. Also ich habe da eigentlich das ganz ehrlich anders erwartet, und das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz großartig. Aber natürlich können wir, wenn man sich jetzt anschaut, okay, wir haben uns gerechnet anhand von Avatar. Ist ein ganz erfolgreicher Film eigentlich. Was haben wir? 1 Million? Haben wir geschaut, wie wir in der Bank gesessen sind. Wäre eigentlich nicht schlecht, wenn man, 910, ja, okay. Kann man sowas in Österreich, kann ich für Avatar als Dienstleister hier tätig sein? Ist ein amerikanischer Film, ist nicht wirklich EWR. Gibt es Motive in Österreich? Weiß ich nicht. Ja. Wer arbeitet in der Postproduktion? Also wir sind auf die Punkte gekommen bei Avatar. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich bekomme eine Filmmusik aus Indien für einen Film, der in Indien spielt, und ich mache allein den Score, dann bin ich mir nicht sicher, ob man auf die Punkte kommt. Und es mag auch sein, dass es auch nicht so gedacht ist eben. Ja, ich wollte nur darauf hinweisen, es hat was zu tun mit europäischer Kultur, es hat was mit dem europäischen Film zu tun, und es geht einfach nicht alles. Ja. Aber ich finde, es ist unsere Pflicht zu schauen, dass wir alles, was im Sinne dessen ist, was wir wollen, geht. Deswegen sind wir auch so bemüht, und deswegen war es mir ein Anliegen, dass wir sagen, wir machen jetzt nur eine 2-jährige Förderperiode, um, falls es nicht Auslegungsfragen sind, weil Auslegungsfragen tun wir uns dann leichter, aber wenn es wirklich etwas ist, was ich in eine Richtlinie, in einen Text gießen müsste, um da Klarheit zu schaffen, dann können wir das bei der nächsten Förderperiode auch entsprechend berücksichtigen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, jetzt wirklich genau drauf zu schauen, und das ist auch meine Bitte, und ich kann dieses Dank und dieses Lob für diese konstruktive Zusammenarbeit nur zurückgeben, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, dass wir da in einem regelmäßigen Austausch bleiben und dann bitte auch dieses Feedback bekommen, zu sagen, das passt nicht, da bitte noch, schaut euch das noch an, wie ist das auszulegen, das ist wirklich Neuland, das wir betreten, und daher ganz wichtig zu sagen, das sollte man ändern, und dann auch verspreche ich, dass wir uns auch die Zeit nehmen und das Feedback geben, das muss man in der nächsten Richtlinie, in der nächsten Förderperiode berücksichtigen, oder das können wir einfach anders auslegen oder anders erklären. Und ich glaube, das ist auch die größte Änderung in diesem ganzen Konvolut, dass plötzlich Firmen, die bis jetzt immer nur als Auftragnehmer aufgetreten sind, eben jetzt selber zu Antragstellern werden. Ja? Und das ist daher auch in der Ausformulierung der Richtlinien am schwierigsten, weil hier sozusagen Dinge, ich meine, dass jetzt sozusagen FISA Öfi Plus ist und dass man hier Adaptierungen stattfinden und so weiter, das ist alles schon jahrelang gelebt, und da weiß man, was sind die Probleme und wo sind die Grenzen, an die wir stoßen. Aber dass plötzlich eben Firmen, die nicht wissen, was ein Eignungstest ist, und was, die hören immer nur FISA, wenn ein Filmproduzent anruft und sagt, hey, können wir bei dir noch die Mischung machen, wir haben FISA bekommen. Ja, also das kenne ich auch, ja, aber mehr weiß ich nicht von FISA. Gut, dann
Wollen wir mal fragen, ob es Fragen gibt? Oder gibt es noch etwas, was du bringen möchtest jetzt? Ja, vielleicht nur abschließend zur Präsentation, falls das noch irgendwie offene Fragen zulässt von den restlichen Förderkriterien. Das haben wir eben schon, das sind die allgemeinen Fördervoraussetzungen, die haben wir schon im Rahmen von FISA vor der Pause gehört. Also das trifft natürlich hier auch bei der Postproduktion oder bei den Produktionsteilen zu. Ganz klar, genau, nicht förderbare Kosten, Art, Umfang und Höhe der Förderung unterscheidet sich natürlich auch nicht. Auch hier 30% von den förderbaren Kosten in Österreich mit der Möglichkeit des grünen Bonuses und des Gender Gap Financing auch hier. Genau, beim grünen Bonus vielleicht noch interessant zu sagen, Kriterien, die bei der Postproduktion nicht zutreffen, sind erfüllt. Also jetzt, Bestimmungen zum Catering oder so, die es bei der Postproduktion natürlich nicht gibt, werden dementsprechend erfüllt. Genau. Und ja, genau, sonst gibt es eigentlich die weiteren Voraussetzungen sind genau gleich. Also angesiedelt natürlich in Österreich, Kosten in Österreich anfallend. Die Qualifikation ist auch wieder wichtig. Ein vergleichbares Projekt innerhalb der letzten 10 Jahre muss vorgewiesen werden. Das ist vielleicht noch eine Spezialität eben. Es bedarf dieser Spezialisierung in diesem Bereich, wo die Postproduktion oder diese Produktionsteile stattfinden. Genauso wie von der Infrastruktur, also die muss eben schon langfristig beim Förderwerber angemietet sein oder im Besitz sein. Also eine Lichtverleihfirma ohne Lagerplatz und Lichtequipment ist eher ungeeignet. Genau, ist eher ungeeignet. Ich sage das ganz bewusst, weil das gibt's alles und dann kommt das Licht von irgendwo am Abend davor und am nächsten Tag hat es einen Österreich-Effekt und das ist jetzt einfach nicht das, was wir wollen. Das steht also alles nicht zufällig da drinnen. Genau, also damit anknüpfend auch die Fachkraft, also auch die qualifiziert und mindestens ein Jahr oder ganzjährig beschäftigt auf jeden Fall. Bei der Kapitalgesellschaft, glaube ich, bei der Kapitalgesellschaft, ist das wichtig, genau. wegen der Briefkastenfirmen, dass man bei den, wenn es eine Personengesellschaft ist, ist ja praktisch eine Person da. Wenn aber eine Kapitalgesellschaft sich ansiedelt und ohne irgendein Personal, dann ist das schon mal eher verdächtig und da hat man, also da wäre es dann schon gut, wenn eine Person, eine entsprechende Person ganzjährig angestellt ist. Ja. Das ist ein Versuch, die Briefkastenfirmen zu vermeiden. Genau, ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen, genau. Genau, wichtig ist, genau, auch keine, also muss unbedingt kommerzielle Auswertung natürlich sein, darf auch hier kein privates Projekt sein. Kumulierung mit anderen Förderungen ebenso möglich, mit Ausnahme von Bundesförderungen. Und Zeitpunkt der Auszahlung, da wir uns eben in der internationalen Schiene bewegen, gibt es 2 Auszahlungstermine, einmal zu Drehbeginn 30% und 70% beim Abschluss der Arbeiten in Österreich. Genau, ja, das war's von den Förderkriterien ganz allgemein. Ah ja, Antragstellung auch unterscheidet sich auch nicht von FISA Plus, also unbedingt Antragstellung vor Beginn der Arbeiten in Österreich. Und wir werden das alles, also die FAQs, die es normalerweise gibt, die es auch bei FISA gegeben hat, die sind gerade in Arbeit. Also wir haben eine kleinere Prioritätensetzung genommen, zuerst die Richtlinie, dann die FAQs und die sind in Arbeit. Das ist auch das, was ich sehr schätze an dem Mehrwert dieser Roadshow, dass wir die Fragen, die da jetzt kommen, uns notieren geistig und dann auch gleich mit aufnehmen in die FAQs. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da in diesen Austausch kommen und das gleich auch sehen, was dann Fragen kommen. Das heißt, diese Fragen werden wir aufnehmen auf jeden Fall. Also gibt es schon einen Input für die FAQs hier? Bitte. Ich hätte eine Frage zu dem 5% Greenfilm-Bonus. Es ist vorher gesprochen worden, dass also durch die 30% Auszahlung das Ganze planbar wird. Wie sieht es denn aus mit den 5% grüner Bonus? Wer überprüft denn bei FISA bzw. FISA Plus, ob diese Vorgaben überhaupt eingehalten wurden? Also unabhängige Förderstelle haben wir in der Richtlinie.
Was ist eine unabhängige Förderstelle? Es gibt, wenn man das vom Umweltzeichen die Logik hernimmt, gibt es ja die Prüfer vom Umweltzeichen. Ja. Das heißt, jemand, der prüfen darf und die Lizenz zum Prüfen hat vom Umweltzeichen, darf auch sozusagen die FISA-Plus-Kriterien prüfen. Das haben wir mit dem BMK, mit dem Klimaschutzministerium so vereinbart. Das heißt, man kann einen Green Consultant nehmen in die Produktionsfirma und sagen, berate mich. Der darf aber nicht diesen Abschlussbericht machen und vorlegen, damit wir sagen, die 5% Bonus kriegst du, weil du hast alle Kriterien erfüllt. Das heißt, wir brauchen einen unabhängigen, am besten lizenzierten Prüfer. Es gibt zum Beispiel den Prüfer vom BMK, also der fürs Umweltzeichen zertifiziert ist. Wenn man den nimmt und der einen Abschlussbericht macht, dann erkennen wir das an. Und das könnte also auch dann ein Green Film Consultant sein, der diese. Wenn er vom BMK lizenziert ist, ja. Das BMK macht gerade Workshops und bietet gerade, ich glaube, am 3.2. ist, glaube ich, der nächste, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich schaue jetzt. 3.2. ist, glaube ich, einer dieser Kurse unter Anführungszeichen oder Seminare, wo das BMK eben anbietet, die dann zu lizenzieren. Die kriegen dann die Lizenz und sind die Prüfer, die dürfen dann prüfen. Also nur rein Green Film Consulting Ausbildung reicht nicht, das muss schon eine Zertifizierung sein. Das heißt aber bei den Green Film, ich bin auch einer von den Green Film Consultants, wer bei euch, müsste ich gar keinen Abschlussbericht machen, weil der würde von wieder jemand anders gemacht werden. Ich das richtig verstanden. Wenn Sie bei einer Produktionsfirma, eine Produktionsfirma beraten als Green Film Consultant, würden wir diesen Abschlussbericht nicht erkennen, weil es nicht unabhängig ist. Ja. Das muss wer andere machen. Das ist jetzt meine Frage. Das heißt, ich würde Maßnahmen setzen, würde die auch begleiten, aber das Reporting würde jemand anders machen. Den Abschlussbericht, genau. Ja. Und als Unabhängiger, nicht von der Produktionsfirma angestellt, ja, sozusagen. Ja. Das heißt, das macht die Förderung des Green Film Bonus bei FISA Plus teurer, als es zum Beispiel beim ÖFI ist, weil beim ÖFI erstellt der Green Film Consultant den Abschlussbericht und wird also dann vom ÖFI auch entsprechend überprüft. Das heißt, es kommen bei FISA Plus hier zusätzliche Kosten, weil ich einen unabhängigen Umweltzeichen oder sonstigen. Aber die kann man fördern, die Kosten. Okay. Uns ist wichtig die Unabhängigkeit und das ist das Thema. Wir sind also als Wirtschaftsministerium haben wir auch mit dem muss ich eine gewisse Unabhängigkeit gewährleisten und es klingt jetzt sehr hart, ja, aber uns ist auch wichtig, dass da auch was wirklich bewegt wird und weitergeht und dass es sozusagen ein gewisses Qualitätskriterium ist und nicht irgendein Zettel, jetzt bitte mich nicht falsch zu verstehen, unterschrieben wird und eine Art Greenwashing passiert, zu sagen, ich unterschreibe irgendwas, sondern dass es wirklich auch ein rechnungshoftaugliches, hieb- und stichfester, qualitätsvoller Bericht ist. So. Wir hatten eine Frage, glaube ich. Wer hat noch aufgezeigt? Du hast bitte. Angenommen, eine kleinere Produktion aus Deutschland möchte einen Dokumentarfilm jetzt in die Postproduktion geben nach Österreich. Ich sage jetzt mal, ein kleinerer Dokumentarfilm hat wahrscheinlich im Ganzen kein Postproduktionsbudget von 25.000 Euro. Das heißt, da wird auch nicht dieser Unterschied gemacht zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm, wie es auf der anderen Schiene ist. Da gibt es keinen Unterschied, ne? Ah, okay. Also Postproduktion ist Postproduktion, auch wenn da wirklich massive Unterschiede sind zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm. Müsste man Bild und, naja, du meinst 25.000 hat nicht für Bild und Ton zusammen. Es kommt sicher vor, dass das gerade im Dokumentarfilm nicht als Budget vorhanden ist. Ja, im Dokumentarfilm kommt alles vor. Ja, ja, logisch. Ja, aber die 25.000, die standen im Gesetz und an denen war nicht zu rütteln im Zuge der Richtlinienerstellung. Und ehrlich gesagt, manche wollten unter die 80.000 auf keinen Fall. Aber ich glaube, insofern war unser Input, glaube ich, auch der richtige, ja, dass wir gesagt haben, 80.000 klingt vielleicht für eine Filmproduktion nicht nach viel, wenn man ganze Budgets sieht, aber für Produktionsteile sind 80.000 einfach zu hoch. Es ist die 25.000 auch deswegen so gewählt, unter Anführungszeichen, weil ich nicht nur
das Geld rechnen muss, was ich auszahle als Förderung, sondern ich muss auch rechnen, was für ein Förderaufwand auf der Seite der Förderinstitution steht und welcher Aufwand letztlich auch zum Ausfüllen von diversen Förderanträgen und Unterlagen ist. Wenn das eine Grenze ist, wie, was weiß ich, zum Beispiel 10.000, wenn man rechnet, 30%, das rechnet sich unter Anführungszeichen nicht. Da ist der Aufwand, der administrative Aufwand, eine Förderung auszuzahlen, einfach zu hoch. Ja. Und deswegen müssen wir in der Verwaltung halt auch Gott sei Dank eine effiziente Abwicklung als Prinzip setzen. Und deswegen war auch die 25.000 einfach eine Grenze. Man muss sagen, ab dem macht es Sinn, den Aufwand einer Förderabwicklung einer Auszahlung gegenüberzustellen. Wer hat noch eine Frage gestellt? Okay, hier. Ich habe eine Frage zu, wann man den Antrag stellen kann. Ich bin in der Tonpostproduktion und wie ich das verstanden habe, müssen Sie den Antrag, sagen wir, dass ich mit international Firma arbeite, die müssen den Antrag anstellen, bevor drehen. Habe ich das richtig verstanden? Also bei den Produktionsteilen muss der Antrag jedenfalls vor Beginn Ihrer Arbeiten hier in Österreich gestellt werden. Der geförderten geförderten Produktionsanteils. Also es kann schon gedreht geworden sein, okay, nur für Postbedarf. Okay, super. Bitte, hier vorne. Wenn ich aus Italien jemanden aufgegeben, Serviceproduzent, ist nimmst du das Mikro? Ja. Sind die Kosten des Serviceproduzenten dann auch gefördert noch? Oder nur das, was er in Auftrag gibt. In Italien ist eben so... Du willst einen italienischen Produzenten fördern, oder wie? Nein. Also ich bin von Südtirol. Bei uns ist... Okay. Italiener also. Bei uns ist eben so, das Modell ist ja ähnlich, aber genau mein Anteil, sozusagen meine Fee als Serviceproduzent, die ist nicht förderbar in Rom. Meine Frage jetzt an euch... Weil nehme ich mal an, großes Volumen, 1 Million Euro, der Serviceproduzent aus Österreich kostet mich dann 100.000 Euro. Kriege ich auf seine 100.000 Euro die 30% oder nicht? In Rom würde ich es nicht bekommen. Frage an Sie, weil wenn ich jetzt das ganz praktisch simuliere, der Serviceproduzent hat ja ein Bankkonto, das hat Moment, Entschuldigung, muss ich unterbrechen. Du suchst an, als wer? Nein, ich suche überhaupt nicht an. Ich gebe 1 Million dem Serviceproduzenten in Österreich, der eröffnet ein Bankkonto, macht das ganze Gesuch bei euch, wickelt das alles treuhänderisch ab im Prinzip und stellt mir 100.000 Euro in Rechnung. Diese 100.000 logischerweise landen auf seinem Hauptkonto, das ist ja sein Verdienst. Und auf diese 100.000, die ja nicht auf dem Produktionskonto landen, kriegt er dafür noch 30% oder nicht? Also ich glaube, diese Frage muss man anders beantworten. Ja, ich glaube auch. Ja, da geht es um viel Geld. Und die Frage beantwortet sich daraus, du beauftragst eine Firma in Österreich. So, ja. Und diese Firma soll dann einreichen? Ja. Okay, diese Firma, es geht darum, ob diese Firma die Kriterien als Antragsteller erfüllt? Nein, die erfüllt er sowieso. Das ist jetzt meine Antwort. Das geben wir mal davon. Dann zweitens, sind die Kosten förderbar und wird der Eignungstest erreicht? Und das ist alles. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja, aber die technische Frage, seine Kosten, die stellt er ja ins Ausland. Ja, aber es sind die Herstellkosten. 30.000 Geldteil und Förder. Ja, also. Einreichen, um bei Rübels Beispiel zu bleiben, der fragt jetzt mich, ich bin förderberechtigt, weil ich alle Kriterien erfülle, reiche um 1 Million, für, also die 30% von der Million ein, die richtig. Für die Postproduktion ist, oder reiche ich um die Förderung von 30% von 1,1 Millionen ein? Es gibt einen Produktionsanteil hier, ja. Es gibt einen Anteil einer Produktion. Diese Summe ist behaftet mit einer Förderung von maximal 35% einmal, ja. Also das ist eigentlich einmal eine klare Sache, ja. Daher verstehe ich jetzt die Frage nicht. Das ist ganz einfach. Du bist Ja klar, weil ich gebe 1 Million aus hier in Österreich, bekomme dafür 300.000 in Grund genommen.
du nicht, ja, sondern der Österreicher. Ja, ja, es ist, klar, aber es geht es hier darum, um die Aufteilung, wer kriegt die Förderung, oder? Nein. Was würden, also, die Frage ist, was ist in den Herstellkosten drin, schlecht und ergreifend? Die Kalkulation der Herstellkosten, um die geht's, ja, und was ist da drin, ja? Also ich rede jetzt von, das ist ganz ein praktisches Beispiel, das international so passiert. Wir sind Serviceproduzent in Italien, uns passiert das genauso, also wir sind Produzent und auch Serviceproduzent. Deswegen diese Frage stellt sich uns jedes Jahr 2-3 Mal. Deswegen, ich glaube, die Frage, mich interessiert sie jetzt praktisch weniger, aber ich glaube, die hier Serviceproduzent sind, die interessiert das sehr wohl. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt die Hardcore-Lösung, wir müssen den Werner jetzt einbinden. Ja. Also ich versuche nochmal die Frage aufzudröseln. Es geht eigentlich darum, wir sind jetzt nicht im Kleinen in den Teilenpaketen, sondern wir sind in der großen internationalen Serviceproduktion. Ein großer internationaler Partner macht hier was in Österreich. Und die Grundlage vermute ich mal, ohne jetzt irgendwie euch was unterschieben zu wollen, aber die Grundlage für die Förderung wird sein, das gesamte Dienstleisterpaket-Budget, und das beinhaltet aus meiner Sicht natürlich eine Fee, weil der Serviceproduzent ja, das ist die Definition der Serviceproduktion, keinerlei Rechte hat. Das Einzige, woran er verdienen kann, ist die Fee, die er kriegt. Ja? Und das ist die Frage, war jetzt einfach die Kalkulation. Ich kann es jetzt nur aus unserem Bereich, wir haben mit Serviceproduktion nichts am Hut, aber es ist im Grunde genau das Gleiche bei uns. Du kalkulierst den österreichischen Teil und dann sagst du aus der Kalkulation, jetzt mache ich Exzerpt, was ist in Österreich? Ja? Und natürlich ist da auch im eigenproduzierten Kinofilm eine Producer-Fee drinnen und natürlich haben wir die als Teil der Bemessungsgrundlage. Natürlich. Habt ihr einen Abschnitt gefunden in der Förderrichtlinie? Kann voll. Überschrift Service Production Fee für Produktionen gemäß Abschnitt 2, das ist bei der FISA-Richtlinie die internationale. Die kalkulierten Kosten des Förderungswerbenden sollen jedenfalls eine branchenübliche Service Production Fee enthalten. Die Service Production Fee im Rahmen der Förderung von internationalen Firmen, Serien und Serienfolgen kann mit maximal 10% der Fertigungskosten der oder des Förderungswerbenden als förderbare Kosten anerkannt werden. Das beantwortet die Jetzt Frage. Jetzt geht normalerweise Licht auf, ob du recht hast oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Aber das ist nicht diese Förderschiene, über die wir gerade reden. Nein, das ist... Deshalb, das ist, ich wollte es nur sagen, weil ich bin für diese Postproduktionssache zuständig und daher, ich bin immer wieder fasziniert, womit Filmproduzenten ihr Geld verdienen. Aber ich glaube, ist quasi das Vorbild für die Ton- und Musikbranche. Ja, vielen Dank. Aber ich glaube, jetzt ist beantwortet. Also, danke. Aber ja, ich habe keine Zeit, weil ich immer unterwegs bin. Ja. Darf ich nur einen Beitrag leisten für eure FAQs, die ihr sammelt? Ja? Vielleicht eine total blöde Frage, aber wenn jetzt der Antrag kommt bei diesen Teilpaketen, Servicepaketen, ist dann eine Voraussetzung, dass ihr wisst, was das für ein Teil vom Gesamtprojekt ist? Also wisst ihr über das Gesamtunterfangen oder wisst ihr nur, da passiert in Einzelteilen der Postproduktion irgendwas, ohne zu wissen, wie groß der Gesamtkuchen ist? Also wir brauchen keine genaue Aufdröselung irgendwie der Gesamtherstellungskosten, aber die Summe braucht man schon, was das Ganze. Also ungefähr. Ist es bei der Serviceproduktion dann genauer, wenn es um große Summen geht? Also wisst ihr, was Hemsworth im grosso modo an Budget hattet international, oder ist das dann auch eher ein gehütetes Geheimnis? Und wie kommt die Serviceproduktion überhaupt dran? Naja, bei einer Serviceproduktion, die da gedreht wird, logisch wissen wir mehr, weil wir ja auch ab Ende abrechnen müssen. Also da weiß ich natürlich von der Gesamtproduktion mehr Details, das, was hier als passiert. Wenn ich jetzt nur den Produktionsteil. Aber kennt ihr das Gesamtbudget und wie verlässlich, was das ganze Ding an Volumen gehabt hat, oder ist das kein Kriterium? Also wir brauchen die Gesamtsumme natürlich, weil die Obergrenze natürlich von der Bemessungsgrundlage 80% sind. Deswegen brauchen wir schon natürlich die Gesamtsumme. Jetzt von der Antragstellung, also je nach Detailgrad wird das teilweise eingereicht. Also genau auf Cent müssen wir natürlich diese internationalen Kosten nicht aufgedröselt bekommen, aber je nachdem, wie es eingereicht wird. Letzter Beitrag zur FAQ-Liste. Servicepakete. Pooling. Ihr habt 5
beteiligte Kleinstunternehmen, wo jeder einen Betrag von 5.000 Euro beisteuert. Und ihr habt gesagt, es gibt einen Antragsteller oder einen Vertragspartner. Das würde doch heißen von der Abwicklung her, dass über den alles laufen muss. Das heißt, die anderen Kosten müssen mit dem verrechnet werden, weil sonst habt ihr gar keine Handhabe, die anderen Teilkosten einzuschauen, weil ihr macht sie nur mit einem Vertrag sozusagen, oder? Das heißt, es ist ein Dienstleister, der sozusagen federführender Dienstleister für alle anderen ist und die verrechnen ihm seine, die jeweiligen Teilleistungen und der kommt dann mit einer Gesamtrechnung von 25.000 Euro her. Ist das so? Das ist ein Worst-Case-Szenario natürlich, ja, aber das muss man auch entwerfen. Ja. Das weiß ich auch nicht, das müsst ihr machen. Wir suchen an. To be continued. Ja, work in progress, oder? Work in progress, ja, aber also ich weiß gar nicht, haben wir schon einen Antrag? Ich muss jetzt fragen an die AWS. Keinen Pooling, soweit keinen Pooling-Antrag. Ja. Also da grübeln auch noch, die müssen sich erst alle finden und so, ja. Gut, also wir kriegen ein Stopp-Signal. Dann verabschiede ich mich selber und uns vom Podium. Ja. Und war zu abrupt. Ja, dann übernimm bitte du, Markus, und moderier uns doch freundlich ab. Ja, vielen Dank, Silvia, Nicole und Georg. Es gibt ja nachher noch einen Ausklang auch, wo wir auch für bilaterale Gespräche zur Verfügung stehen zum komplexen Thema Dienstleistung, Service Work und Postproduktion. Wo ist der? Wer hat die Fernbedienung? Ja, zum Abschluss des langen Tages nur ein kurzer Ausblick zum Fernsehfonds. Wo muss ich da? Wirklich nur ganz kurz. Ich bin der Fernsehfonds, hat eine gesetzliche Grundlage im Com-Austria-Gesetz und es werden im Jahr 13,5 Millionen für Fernsehfilme an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Und bisher war das so, dass Spielfilme und Dokumentationen gefördert wurden, wobei für Spielfilme rund 11 Millionen ausgegeben wurden und für Dokumentationen 2,5 Millionen. Und wir haben schon vom Werner Zappe gesehen, die Landkarte, wie sich die Förderlandschaft verschoben hat. Und es ist so, dass die großen Fernsehspielfilme im fiktionalen Bereich vom Fernsehfonds in FISA Plus gewandert sind und der Fernsehfonds überbleibt für Dokumentationen, für den Exzellenzbonus, was wir gehört haben. Und der Fernsehfonds versucht auch eine neue Schiene zu entwickeln, unter Anführungszeichen den innovativen Fernsehfilm, aber das hat nichts mit dem innovativen Film von BM Köst zu tun, sondern es wird hier versucht, ob es hier Möglichkeiten gibt, neue Formate im Bereich Shortfilm zu entwickeln. Und für die Dokumentaristen, glaube ich, ergeben sich tolle Chancen aus dem Fernsehfonds, weil nicht mehr wie bisher 2,5 Millionen pro Jahr für Dokus zur Verfügung stehen werden, sondern, das muss man sich noch anschauen, 5 Millionen. Und es ist auch beim Fernsehfonds, so wie die Silvia Mahner das gesagt hat, Work in Progress. Das ist auch irgendwie ein Blindflug, weil wir keine Erfahrungen mit dem neuen Förderregime haben, weder die antragstellenden Filmproduktionen noch die Förderstellen. Und wir werden voraussichtlich vor der Sommerpause mit dem Fernsehfonds, mit der RTR, einen Monitoring, einen Evaluierungsprozess haben und uns einmal anschauen, wie haben sich die Förderungen im ersten halben Jahr entwickelt. Fernsehfonds und FISA Plus haben vieles gemeinsam. Es ist auch eine Wirtschaftsförderung und auf die Details möchte ich gar nicht näher eingehen, weil das eben schon dargelegt wurde. Ganz wichtig ist, was wir schon gesagt haben, der Fernsehfonds fördert die unabhängigen Produzentinnen. Wir haben das schon vorhin bei den Vorträgen gehört. Da haben ÖFI Plus und FISA Plus Anleihen beim Fernsehfonds genommen. Wichtig ist bei der Fernsehförderung, dass es hier wirklich darum geht, die unabhängigen Filmproduzenten zu stützen und nicht die Fernsehsender. Und das führt dazu eben, dass es auch Bestimmungen gibt, wir haben das schon gehört, dass eben eine Filmproduktion unabhängig sein muss vom Sender und dass ein Sender mindestens 30%
Senderanteil in eine Filmproduktion stecken muss. Und Sie haben ja auch schon gehört, nach 5 oder 7 Jahren, je nach Art der Fernsehproduktion, erfolgt ein rechter Rückfall vom Sender vom Fernsehsender zur Filmproduktion. Und das hat zu einer erheblichen Stärkung der Position der Filmproduzenten geführt und auch dazu, dass das halt, wenn Filmproduzenten mit großen Fernsehsendern verhandeln, das ein Versuch ist, eben hier eine Basis auf Augenhöhe herzustellen. Es ist ja klar, es muss eine unabhängige Filmproduzentin sein. Wir haben das gehört. Zweigniederlassung in Österreich ist notwendig und das Mutterunternehmen ist, wenn es um internationale Verbindungen geht, muss den Sitz in der EWR haben. Und auch im Fernsehfonds haben wir ein ähnliches Problem, wie schon vorher diskutiert. Es muss eine vergleichbare Produktion sein. Das heißt, ein Newcomer wird nicht in der Lage sein, für eine Förderung zu bekommen, wenn ein zum ersten Mal eine Großproduktion wie zum Beispiel Vienna Blatt oder Soko Donau produziert wird. Das muss einem eine qualitative Fernsehproduktion sein, die in den letzten Jahren bewiesen hat, dass sie das kann. Für Newcomer, für Neueinsteiger im Markt bleibt eben die Möglichkeit, österreichische Koproduktionen zu machen oder eben mit Dokumentationen zu beginnen. Ja, der Fernsehfonds hat eine Regelung, dass Filme mindestens 25 Minuten sein müssen. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Ansätze, wie ich schon gesagt habe, den Shortfilm zu fördern. Man kann überlegen, ob es mehrteilige Produktionen gibt, die dann über 45 Minuten kommen. Ich sage jetzt mal, das ist vielleicht ein bisschen auch ein Versuch, auch das YouTube-Zeitalter, unter Anführungszeichen, wo die Filme relativ kurz sind, in der Fernsehförderung zu erfassen. Und die anderen Förderdetails, Förderbedingungen sind ähnlich wie vorhin genannt. Also Drehbeginn, also die Antragstellung muss vor Drehbeginn sein. Ganz, ganz wichtig ist, dass bei der Antragstellung 50% der Finanzierung gegeben sein muss. Und was beim Fernsehfonds ähnlich ist wie bei FISA Plus, das ist eine totale Wirtschaftsförderung, da wird auf wirtschaftliche Effekte abgestellt. Und die Aufwendungen in Österreich müssen mindestens 160% der Fördersumme haben. Beim Fernsehfonds wird nicht die künstlerische Qualität geprüft, sondern es geht wirklich reine wirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Fakten. Ich habe schon gesagt, Stellung des Produzenten, was wird gefördert? Alleinproduktionen, minoritäre, majoritäre Koproduktionen, wobei ganz wichtig ist, dass es eine gerechte Rechteaufteilung gibt. Da gibt es ein klares Regulativ und ich habe schon gesagt, der Fernsehfonds hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren die Stellung der Produzenten gegenüber den Sendern besser geworden ist. Was ganz, ganz wichtig ist, wir haben das auch schon bei anderen Förderschienen diskutiert, die Sender müssen mindestens 30% an einer Fernsehproduktion mitfinanzieren. Das heißt, wenn die Senderbeteiligung unter 30% ist, also wenn ORF die privaten Pay-TV nicht mitziehen, dann gibt es keine Förderung. Das ist eine Bedingung, um damit sozusagen auch die Fernsehsender an Bord zu holen. Und ich möchte betonen, der Fernsehfonds ist eine reine Fernsehförderung. Die Streamer sind nicht im Fernsehfonds, die sind bei FISA Plus. Vor dieser Neuregelung hat es keine Möglichkeit in Österreich gegeben, Streaming-Produktionen zu fördern. Ja, das ist eben, wie ich schon gesagt habe, eine kurze Folie, dass es rein um wirtschaftliche Effekte geht. Aufwendungen in Österreich, Höhe der Förderungen, Geldabfluss. Geldabfluss bedeutet, dass man ausländisches Kapital nach Österreich bringt, zum Beispiel eine Koproduktion mit einem deutschen öffentlich-rechtlichen Sender oder einem deutschen privaten Sender. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass Drehtage in Österreich erfolgen. Was die Dokus betrifft, ist es so, da haben wir uns auf ein Regime geeinigt, dass auch Dokumentationen gefördert werden, die rein im Ausland spielen, wenn das Thema in Österreich von Relevanz ist. Zum Beispiel eine österreichische Dokumentarproduktion über den Amazonas-Urwald und die Auswirkungen auf den Klimawandel, das hat auch ein österreichisches Publikum. Und seine Dokumentation würde gefördert werden, aber wenn 50 Drehtage in Brasilien stattfinden und kein einziger in Österreich, weil das Thema von österreichischem Interesse ist. Wenn das zum Beispiel eine Dokumentation ist über Salatanbau in Peru, verzeihen Sie mir, das ist ein saloppe Beispiel, das würde nicht gefördert werden, weil das müsste bei der peruanischen Fernsehförderung sozusagen eingereicht werden.
Ja, die haben schon gesagt, das neue Filmfördergesetz ist mit Jahresbeginn in Kraft getreten. Heute sind die neuen Fernsehfondsrichtlinien, die Förderrichtlinien in Kraft getreten. Da hat es Verzögerungen gegeben, weil die Fernsehrichtlinien teilweise auf den FISA Plus Richtlinien aufbauen. Und es gibt ein klares Abgrenzungskriterium, welche Filme im Fernsehfonds gefördert werden und welche Fernsehfilme bei FISA Plus. Das Abgrenzungskriterium ist folgendes: Kostet ein Film mehr als 1,8 Millionen Euro, ist FISA Plus zuständig. Kostet ein Film unter 1,8 Millionen, ist der Fernsehfonds zuständig. Was auch interessant ist, und da sieht man, dass unterschiedliche Ministerien mit unterschiedlichen Förderungsvoraussetzungen zuständig sind. Im Gegensatz zu FISA Plus gibt es beim Fernsehfonds keinen grünen Bonus und es gibt kein Gender Gap Financing. Diese zusätzlichen Boni gibt es eben beim Fernsehfonds nicht. Wir haben schon gehört, dass es eine Förderung gibt für FISA-Plus-Produktionen, die eine Förderzusage von FISA-Plus bekommen haben. Wird ein Film positiv beschieden von FISA-Plus und handelt es sich um einen Fernsehfilm, dann kann diese Produktion zusätzlich beim Fernsehfonds zusätzliche 10% Fördermittel ansuchen und die 10% der Fördermittel aus dem Fernsehfonds Österreich bemessen sich nach den Österreich-Ausgaben, nach dem sogenannten Austrian Spend. Und da zeigt sich wieder ein bisschen ein anderes Förderungsregime beim Fernsehfonds. Wir haben gehört von der Nicole, dass die Basis für die Förderungen bei FISA Plus 80% des Austrian Spends ist. Beim Fernsehfonds sind es 100% des Austrian Spends, wenn maximal 20% davon im Ausland gedreht werden. Also das heißt, ein österreichischer Fernsehfilm wird zu 80% in Österreich gedreht und zu 20% in Südtirol. Ein wilderer Drama. Ja. Dann würde auch aus österreichischen Mitteln die 20% Dreh in Südtirol gefördert werden. Das ist der Unterschied zu FISA Plus und zu ÖFI, wo eine 80%ige Bemessungsgrundlage ist. Ich habe schon gesagt, Fernsehfonds fördert Fiktion und Dokumentationen unter 1,8 Millionen sowie Serien bzw. Serienfolgen unter 600.000 Euro. Was spannend ist, es hat in Österreich in den letzten Jahren keinen einzigen Spielfilm gegeben, der weniger als 1,8 Millionen Gesamtherstellungskosten gehabt hat. Wir werden uns das anschauen, wie sich das entwickelt. Jetzt mit der hohen Inflationsrate gehen wir davon aus, dass es nicht möglich ist, einen abendfüllenden 90-minütigen Spielfilm unter 1,8 Millionen zu produzieren. Wenn wir schauen, ob es gelingt, hier neuere Shortfilms, innovative Shortfilms sozusagen in diesen Fördertopf zu holen. Interessant ist, dass die Basisförderung 20% beträgt nach dem Fernsehfonds. In der Vergangenheit, ich habe es gesagt, der Fernsehfonds wurde mit 13,5 Millionen dotiert und die Förderanträge waren wesentlich darüber, um 4, 5, 6 Millionen. In der Vergangenheit war die absolute Höhe 20% der Fernsehförderung und man hat das eigentlich degressiv sogar gecuttert bei den Spielfilmen. Das war nicht bei den Dokumentationen der Fall. Und derzeit schaut es so aus, ich habe schon gesagt, für die Dokumentationen werden doppelt so viel Gelder zur Verfügung stehen wie vorher. Und es ist davon auszugehen, dass in Zukunft Dokumentationen mit 30% gefördert werden und nicht mit 20%, wenn hier gewisse Kriterien zu erfüllen sind. Kriterien wieder wirtschaftlicher Natur, dass eine besondere Wertschöpfung in Österreich entsteht, dass der Hauptanteil der Drehtage in Österreich ist und dass er mit österreichischem Cast und mit österreichischer Crew gedreht wird. Ja, den Exzellenzbonus habe ich schon angesprochen. Was auch interessant ist bei den Dokumentationen, es wird eingeführt
eine Mindestschwelle. Also eine Dokumentation unter 80.000 Euro Gesamtherstellungskosten wird nicht gefördert vom Fernsehfonds. Eine Doku muss mindestens 80.000 Euro kosten. Das hat bei uns auch intern zu Diskussionen geführt, ob wir diese Schwelle einführen sollen oder nicht. Da hat es unterschiedliche Haltungen gegeben und unsere Position war, dass eine Mindestschwelle von 80.000 Euro dazu führt, dass der Sender mindestens 30% dazugeben muss. Dann hat man eine 30%ige Förderung aus dem Topf des Fernsehfonds. Und wenn ich dann noch eine tatkräftige Unterstützung eines Landes, zum Beispiel der Cine Tirol von 15.000, 20.000 habe, dann würde sich eine solche Dokumentation finanzieren, wenn der Produzent einen Eigenanteil von 10.000 dazu gibt. Und was man auch sagen muss, auch hier gibt es unter Anführungszeichen ein Pooling, wenn ich mit einer Dokumentation darunter bin, unter den 80.000, kann ich ja sozusagen unter Anführungszeichen eine Serie oder eine Serienfolge machen, wo ich zwei Dokumentationen anhänge, zwei Dokumentationen a 50.000 und dann bin ich über der 80.000 Euro Schwelle und bin dann wieder antragsberechtigt. Ja, es gibt Höchstbeträge der Herstellungsförderung. Bei Spielfilmen sind das 750.000 und für dokumentarische Produktionen 550.000. Das gilt jetzt für reine Fernsehförderungen genauso wie für den Exzellenzbonus FISA Plus. Das heißt, eine große Serie, Soko Donau zum Beispiel, reicht ein bei FISA Plus, bekommt die Förderung bei FISA Plus, 30% plus 5% plus 25.000 Gender Gap, wenn die Kriterien erfüllt werden. Und dann kann diese Filmproduktion noch einmal einreichen beim Fernsehfonds Österreich und bekommt on top 10% des Austrian Spends dazu, aber mit der maximalen Obergrenze von 750.000 Euro. Der Fernsehfonds hat ein ähnliches Regime, was die Einreichtermine betrifft, wie das Filminstitut. Also es gibt nicht First Come, First Serve, One-Stop-Shop, FISA Plus, sondern es gibt drei Einreichtermine. Der erste Termin 23 hat heute gestartet. Das Portal zum Einreichen, so ein Online-Portal, ist bis zum Valentinstag, bis zum 14. Februar offen. Und es wird den zweiten Einreichtermin geben, Anfang Mai. Das ist dann auch der Zeitpunkt, wo wir uns dann mit der Geschäftsführung des Rundfunkregulators anschauen, wie wirkt sich das neue Förderregime aus, wie ist die Allokation der Mittel im Bereich Fiktion, Dokumentation und Exzellenzbonus. Und dann wird Ende des Jahres im September mit der dritte Einreichtermin sein. Und was auch wichtig ist zu betonen, ist im Gegensatz zu ÖFI, ÖFI Plus und zu FISA Plus, ist der Fernsehfonds kein ungedeckelter Fördertopf, sondern die Förderungen sind mit 13,5 Millionen pro Jahr limitiert. Ja, auf das bin ich eigentlich schon eingegangen. Der Fernsehfonds hat erheblich dazu beigetragen, dass die Stellung der Produzentinnen gegenüber den Sendern gestärkt würde und bei großen internationalen Produktionen sozusagen im Fernsehbereich gibt es die Möglichkeit, zusätzlich zu FISA Plus den Exzellenzbonus zu beantragen. Ja, das ist Dokumentation, da bin ich schon eingegangen. Ich glaube, dass es eine totale Verbesserung ist für die Landschaft der österreichischen Dokumentarfilmer, weil es eben nicht wie bisher nur 20% Förderung geben wird, sondern 30% und weil einfach entsprechende Geldmittel zur Verfügung stehen werden für Doku-Formate. Und dann gibt es, ähnlich wie das Filminstitut Verwertungsförderungen hat, noch eine Fernsehförderung für hör- und sehbehinderte Menschen, für fremdsprachige Fassungen und auch für die Präsenz von österreichischen TV-Filmen bei TV-Messen und TV-Filmfestivals. Ja, das war im Kurzen ein Abriss über die Fernsehfondsrichtlinien. Die Informationen sind auf der Homepage des Fachverbands abrufbar, aber auch auf der Homepage des Rundfunkregulators, der RTR. Und da stehen auch die Einreichformulare
zur Verfügung. Wie gesagt, es gibt hier ein Einreichfenster, das offen ist, ab heute bis 14. Februar. Danach öffnet sich das zweite Einreichfenster erst im Mai diesen Jahres. Ja, wenn Sie Fragen haben, stehe ich und stehen wir, weil es übergreift hat, ist gerne zur Verfügung. Hat beschlossen, welche Produzenten diese Förderung bekommen, mit dem, dass sie die LOIs ausgestellt haben, ganz grundsätzlich. Und dann gab es eine Geschichte, was mich sehr gefreut hat, weil das haben auch wir schon so lange gefordert, dass diese Archivrechte, das vor allem exzessive der ORF3 betrieben hat, anstelle von Geldmitteln herausgenommen wurden aus der Förderung sind. Aber was, ich hoffe, dass das auch herausgenommen wurde, weil das war etwas, was mich immer unglaublich geärgert hat, ja, dass die Regie ein Redakteur gemacht hat des ORFs und das in die 30% hineingerechnet wurde. Das habe ich zum Beispiel völlig unselig gefunden und hoffe, dass das jetzt wirklich nicht mehr ist, weil wo ist denn da der unabhängige Produzent, wenn er vorgeführt wird, dass er für einen Redakteur sozusagen die Produktion macht? Das war was, das hat mich jahrelang und hat mir auch viel Ärger eingebracht, weil ich mich dagegen verwehrt habe. Ja? Also ich hoffe, dass das auch weg ist mit dem Redakteur. Vielen Dank. Das ist weg. Danke. Und auch, die, auch das Archivmaterial. Ja. Das ist wirklich super. Danke. Ja, wie gesagt, vielleicht nur in den letzten Jahren hat sich gezeigt, natürlich ist der ORF der wichtigste Auftraggeber für fiktionale und für dokumentarische Programme. Aber wir haben gesehen, gerade im fiktionalen Bereich haben internationale Sender, Privatsender und der Pay-TV extrem aufgeholt und haben in Summe, also die Privaten, mehr Spielfilme und Serien schon produziert als der ORF. Zeigt auch ein bisschen die Verschiebung der audiovisuellen Landschaft. Ja, wunderbar. Wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr auftauchen, dann würde ich sagen, wir schließen. Es ist ja schon eine halbe Stunde drüber. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben eine halbe Stunde, in der wir noch außen uns unterhalten dürfen. Eigentlich um Punkt 6 müssen wir draußen sein aus dem Haus. Es gibt nochmal was zum Essen draußen. Danke den Referenten. Es geht ja heute noch weiter nach Feldkirch oder Dornbirn, nach Feldkirch war es. Dornbirn, Entschuldigung. Zum zweiten Teil der Roadshow. Und ja, vielleicht noch ein kleiner TV-Tipp. Heute eben unser Obmann des Fachverbands, der tritt heute im Kulturmontag auf, 20.15 Uhr, ORF 2, 1, 22 Uhr. 22, also doch ein bisschen länger aufbleiben, aber vielleicht schafft es noch der eine oder andere oder die ein oder andere, sich das anzuschauen. Es geht um aktuelle Themen, die uns gerade beschäftigen. Ich hoffe, wir können uns alle ein bisschen was mitnehmen. Danke nochmal und wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung, die bald wieder angekündigt werden wird.